Das ist ein Vogel und der ist gleich wieder weg. Und damit uns das nicht allen passiert, sollten wir da vielleicht was unternehmen. Ja, und diese Erkenntnis hat auch dieser junge Herr hier, das ist der Biestiez oder so ähnlich. Ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Jedenfalls hat der ein Video, das gerne geteilt werden darf, verfasst. Das circa 5 Minuten dauert, sieht man hier 4 Minuten 59. Und indem er dazu aufruft, Hashtag Save the Birds. Zu Deutsch rettet die Vögel. Und was dieser Hashtag genau tut, habe ich noch immer nicht ganz kapiert, aber macht nichts. Jedenfalls gibt es jetzt viele Leute, die das gesehen haben und darunter auch ein paar meiner Zuschauer. Und die sind der Meinung, dass ich dazu doch mal was sagen soll und das tue ich hiermit. Das Video, das Original hier, das Save the Birds Dingens, das ist schon ein bisschen älter, aber ziemlich aktuell ist, dass der Robert Mark Lehmann da jetzt inzwischen auch drauf reagiert hat. Der sieht folgendermaßen aus. Aus der Reihe willkürliche Bildausschnitte aus dem Video geklaut. Und ja, der hat meistens so eine Fischmütze auf und irgendwas mit Fisch als T-Shirt an und der sagt, dass wir die Natur retten sollen. Da hat er auch grundsätzlich recht. Und ja, das sollte dem Ganzen jetzt auch ziemlich Reichweite verschaffen, dieser ganzen Save the Bird-Aktion. Und damit zurück zum Beasties oder wie der heißt. Ja, also das ist der hier, ja, und der hat übrigens normalerweise was mit Bienen zu tun. Und wenn er einen YouTube-Kanalnamen hätte, den ich aussprechen kann, dann würde ich das auch korrekt tun. Nein, also das soll alles ein bisschen lustig sein. Grundsätzlich ist es großartig, dass sich ein junger Mensch über unsere Vögelchen Gedanken macht. Absolut großartig und grundsätzlich ist an diesem Aufruf hier auch überhaupt nicht das Geringste falsch, bis auf so ein ganz paar kleine sachliche Fehler. Die Vögel sind keine Spezies, sondern eine Artengruppe, aber egal, das tut überhaupt nichts zur Sache. Ist ein schöner Beitrag, wenn das irgendwie was bewirkt, dann ist das super. Allerdings eine inhaltliche Korrektur muss ich dann doch vornehmen, nämlich egal, ob man das jetzt oder wie sehr man das über Social Media jetzt teilt, mal eben easy die Vögel retten können wir auch dann nicht, wenn wir alle zusammenarbeiten, beziehungsweise da müssten wir schon in einem noch nie dagemessenen Maß zusammenarbeiten mit einer Einigkeit, die grundsätzlich geeignet wäre, ohnehin jedes Problem auf dem Planeten zu lösen. Leider neigt die Menschheit dazu, diese Einigkeit und diesen gemeinsamen Tatendrang nicht zu besitzen. Ja, daher, ja, Pessimist, ich Alter, es ist schon nicht ganz so einfach. Was man allerdings tatsächlich persönlich für die Vögel tun kann, das möchte ich ein bisschen weiter ausführen, auch das Problem ein bisschen weiter ausführen, weil, um es mal neudeutsch zu formulieren, es triggert mich hart, dass dieses Video hier nur 5 Minuten lang ist, also das von Beasties. Und das reicht natürlich nicht mal im Ansatz, um auch nur ansatzweise zu erklären, wo das Problem eigentlich genau liegt. Und drum wird meins wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, Überraschung. So, und damit legen wir mal grundsätzlich los. Übrigens, das ist unser Vogelhäuschen, was hier immer mal wieder zu sehen ist. Und das sind unsere zu Besuch kommenden Meisen. Blaumeisen, die mit dem blauen Köpfchen. Und Kohlmeisen, wenn zwischendrin mal welche zu sehen sind, das sind die mit dem schwarzen Lätzchen. Auf ja, weißem Grund oder gelbem Grund. Gelben Grund? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Naja, wie sehen sie dann? Nein, das ist eine Blaumeise. Mist. Na, egal. Jedenfalls. Problem ist eine Dreifaltigkeit, die wir bei den Vögeln haben. Warum werden die weniger? Also zunächst mal ist es vollkommen korrekt, was der Beastie da sagt, die werden weniger. Ja? Die werden auch massiv weniger und ja, es sind ein Haufen Vögel weg im Vergleich zu vor 100 Jahren zum Beispiel. Das können auch viele ältere Menschen bestätigen und es gibt jede Menge Messungen, mit denen man das feststellen kann, unter anderem durch tatsächliche Vogelzählung. Das wird ja immer mal wieder gemacht, zum Beispiel auch ehrenamtlich vom NABU, glaube ich, oder ist es der BUND, weiß ich nicht, eins von beiden. Die Stunde der Gartenvögel, wo man einfach als Privatperson mitmachen kann und aufschreiben, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an Vögeln einem untergekommen ist. Das ist mehr ein akustisches Monitoring. Das heißt, man kann auch gucken, was hört man denn da für Vögel im Hintergrund. Wie das genau abläuft, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber das wird schon seit vielen Jahren gemacht und gibt dann jedes Jahr durch die große Menge an Ergebnissen, weil da viele Leute teilnehmen, ein sehr gutes Bild darüber ab, wie viele Vögel denn jeweils gerade da gewesen sind.
Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel den Vogellärm mit ganz fetten Anführungszeichen zu messen und wie laut der schlicht ist. Das heißt, wenn man an einen genau definierten Ort geht und das auch seit 40, 50 Jahren macht und immer mit dem gleichen Messgerät, es gibt da so uralte Kassettenrekorder, muss man sagen, die damals der neueste Stand der Technik waren, heute hoffnungslos veraltet, aber dadurch, dass das immer noch die alte selbe Technik wie früher ist, ist das Ergebnis und der Dezibelwert, der da an Vogelgesang aufgenommen wird, eben wunderbar vergleichbar und das eben auch schon seit Jahrzehnten. Und sowohl bei der Stunde der Gartenvögel als auch eben bei dieser Dezibel-Lärm, in Anführungszeichen, Messung vom Vogelgesang, kommt raus, beides hat massiv abgenommen. So, und jetzt kann man noch diverse andere Studien durchführen. Das Ergebnis bleibt immer dasselbe, dass wir wirklich erheblich weniger Vögel da haben. In der Summe weniger und insbesondere auch ist die Artenzahl deutlich zurückgegangen. Beziehungsweise Vögel, die meine Mutter noch als Allerweltsvogel kennt, der quasi täglich irgendwo zu sehen war, sind inzwischen Raritäten, die man ja, kaum noch sieht. Und wenn man sie sieht, dann weiß man nicht, was es ist, weil man sie nie sieht. Ja, also wer nicht wirklich grundsätzlich viel Zeit und Mühe investiert, um eine gute Artenkenntnis bei der Avifauna zu entwickeln, Avifauna ist schlau für Vögel, der hat da kaum eine Chance, einen als seltenen Vogel überhaupt noch als solchen zu identifizieren. Vielleicht ist das mit auch ein Faktor, das wird durchaus diskutiert, der dazu führen kann, dass man weniger seltene, in Anführungszeichen, Vögel sieht oder selten gewordene Vögel, weil einfach auch gar niemand mehr in der Lage ist, diese zu erkennen. Ne? Aber Fakt ist, es sind definitiv viel, 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 viel weniger Vögel unterwegs, als das früher, ja, früher meint vor 60 Jahren waren es noch mal erheblich mehr der Fall gewesen ist. Ich weiß auch noch von meinem Vater, der immer gemeint hat, dass als er jung war oder als er angefangen hat, sich für die Natur zu interessieren, da war er noch jung, von daher ist das simultan, da waren die Vögel im Frühling, wenn man in den Wald gegangen ist, ein regelrechter Lärm, das war richtig laut. Heute sind sie mehr so ein netter Hintergrundsound, der zwar sehr schön ist und den ich auch nicht missen möchte, aber von so richtig richtig laut kann da auch nicht mehr wirklich eine Rede sein. Höchstens vielleicht morgens ganz kurz vor oder während dem Sonnenaufgang ist wirklich richtig viel Krach im Wald. Das ist nach wie vor so. Das muss früher ein richtiges Orchester gewesen sein. Ja, also Krach in Anführungszeichen. Vogelgesang ist selbstverständlich wunderschön. Wehe, jemand behauptet was anderes. Es gibt ja tatsächlich ein paar Dödels, die das störend finden. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und daher auch böserweise bezeichne ich solche Leute tatsächlich als Dödel. Also es gibt so ein paar Charaktereigenschaften, bei denen ist bei mir Schluss. Und wenn man Vogelgesang als störend empfindet, das ist eine davon, ne? Gut, jedenfalls, jetzt kommen wir mal zum Problem. Das Problem ist ein dreifaches, beziehungsweise hat drei wesentliche Ebenen, die wir uns hier angucken müssen. Was dafür verantwortlich sein könnte, dass die Vögel weniger werden, ist zum einen A, irgendwas tötet Vögel. Ja? Da kommen diverse Sachen in Betracht und das gucken wir uns auch gleich an. B, der fehlende Brutraum, beziehungsweise häufiger werdende Störungen bei der Brut. Tatsache ist, der Bruterfolg, also eine Brut, die erfolgreich durchgezogen wurde, von Nestbau über Eierlegen, über Aufzucht der Schlüpfen und Aufzucht der Jungen, bis sie flügge sind und dann ist alles mal alles gut, das funktioniert deutlich weniger häufig, als das früher der Fall war. Das ist also mit auch ein Grund, vielleicht mit einer der Hauptgründe für den Rückgang. Und der wesentliche Faktor, vermutet man zumindest, das ist noch nicht abschließend geklärt und bedarf auch weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen, ist fehlende Nahrung, fehlender Lebensraum. Wobei fehlende Nahrung natürlich direkt mit dem Bruterfolg zusammenhängt, beziehungsweise mit dem Brutmisserfolg eher. So, und die drei Themen werden wir jetzt auch im weitestgehend im Detail ein wenig behandeln. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal angucken, um welche Vögel es überhaupt geht, die denn da selektiv weniger werden. Weil es werden zwar alle Vögel weniger, es gibt aber innerhalb der weniger werdenden Vögel durchaus Gruppen, die mehr weniger werden als andere, um es mal so zu formulieren. Und das sind gar nicht so sehr einzelne geschützte, herausragende Leuchtturmvögel wie der Wanderfalke, der Weißstorch, der Schwarzstorch, der Rotmilan.
WLAN. Dem geht es nämlich, obwohl er auch von Windrädern geschreddert wird, immer noch sehr gut. Und die sind eher häufiger geworden, als dass sie abgenommen hätten. Je nachdem, welche Zahl man fragt und je nachdem, in welcher Region man sich umguckt. Aber kann man nicht behaupten, dass der unglaublich selten geworden wäre. Ja, oder selbst, ja, jeder Vogel, der besonders prominent ist und für den viel Aufwand betrieben wird, selbst der Auerhahn ist in Anbetracht dessen, was das eigentlich für ein unglaublich schwieriger Vogel ist und was für spezifische Lebensbedingungen der braucht, ist es erstaunlich, dass es ihn bei uns noch gibt. Da wird eben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Geld für eine konkrete Spezies. Und da kann man sich jetzt schon fragen, ob es nicht an einer einen oder anderen Stelle vielleicht nicht sinnvoller wäre, die gleiche Summe Geld nicht für eine Spezies, sondern für den Erhalt von vielen Spezies oder die Reduktion des Rückgangs dieser Spezies zu investieren. Aber das nochmal am Rande, so als kleine philosophische Ergänzung. So, jetzt gucken wir uns mal folgende Grafik an. Die ist von der NABU, vom NABU. Exakte Angaben in der Videobeschreibung. Jedenfalls hier unten steht es ja auch schon. Nationaler Bericht Deutschland 2013. Da gibt es inzwischen aktuellere, aber diese schöne Zusammenstellung hier mit dieser schönen Grafik, die ist halt von 2013. Und grob gesagt ist es auch ziemlich egal, ob wir den von 2019 oder den ganz aktuellen, ich meine, da ist einer vor kurzem erst wieder einer rausgekommen, nehmen, um ja eben zu belegen, dass die Vögel zurückgegangen sind. Die absoluten Zahlen sind auch nicht so relevant, die sind dann halt eben noch ein bisschen höher in den aktuellen Berichten für die meisten Vogelarten. Es geht mehr so ums grobe Verständnis und vor allen Dingen um die hier aufgezählten Arten, nämlich der gesamte Kuchen, also der komplette Kreis hier in der rechten Bildhälfte. Das ist der Gesamtvogelverlust von 12,7 Millionen Vogelpaaren, gingen in nur 12 Jahren verloren, die man hier eben sich angeguckt hat in 2013. Also ist es quasi 2001 bis oder 2000 bis 2012, vermutlich irgendwie sowas um den Dreh, die beobachtete Periode, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Aber da haben wir jedenfalls jede Menge Vögel verloren. So, und das sind jetzt eben zum Teil und zum großen, großen, großen Teil, nämlich nur 3.700.000 in Anführungszeichen andere Vögel. Und die häufigsten, die verloren gegangen sind, das sind für ältere Menschen, muss man dazu sagen, für jüngere Menschen nicht, die sind schon gewöhnt, keinen dieser Vögel jemals gesehen zu haben, gefühlt, ja, sind Vögel wie eine Goldammer, ein Zilpzalp, ein Grünfink oder eine Feldlerche oder gar der Buchfink. Das sind völlige Allerweltsvögel gewesen. Also gerade ein Buchfink war noch zu meiner Jugend, und so super alt bin ich jetzt auch noch nicht, ne? War der Buchfink noch ein völliger Allerweltsvogel, den du ständig quasi nahezu überall gesehen hast. So ein ganz normaler Standardvogel, sowas wie die Amsel heute. Inzwischen muss man sich über jeden Buchfink tierisch freuen, weil die richtig selten geworden sind. Also wenn ich den ganzen Tag im Wald rumrenne, und der Buchfink ist durchaus ein Vogel, der auch im Wald gerne mal vorkommt, der ist ziemlich universell, was seinen Lebensraum angeht, da treffe ich kaum noch Buchfinken. Also ich habe letztes Jahr vielleicht zwei oder drei von denen gesehen. Ja, wie gesagt, universell Vogel, der muss nicht zwingend nur im Wald vorkommen, aber es ist schon ziemlich bezeichnend. Oder das Wintergoldhähnchen, da habe ich bewusst zweimal überhaupt mal eins gesehen. Ja, und das war früher ein völliger Allerweltsvogel, gar nichts Besonderes. Und am erschreckendsten ist tatsächlich Haussperling und Feldsperling. Der eine ist hier links auf der linken Seite vom Donut und der andere auf der rechten Seite vom Donut. Oder die Goldammer. Das sind durchaus wirklich Vögel, die früher richtig, richtig häufig waren. Und jetzt sind sie eine gesonderte Rubrik eben im Verlust der Vogelpaare. Ne? Übrigens, das hier sind 12,7 Millionen Vogelpaare. Das kannst du also verdoppeln, wenn es um Individuen gehen soll. Dann sind wir bei circa 25 Millionen. Ja, das ist also schon eine ziemliche Hausnummer. Besonders betroffen ist der Star, dieser sympathische, ja, Vogel mit den vielen schönen Flecken auf der Brust. Ein ganz, ganz tolles Tier. Der ist ja ziemlich der Rekordhalter, was den absoluten Brutpaarverlust von 1998 bis 2009 angeht.
ja, beeindruckend, ne? Und damit haben wir übrigens auch den Zeitraum der Studie. Dann muss ich es gar nicht auswendig wissen, sondern steht hier die ganze Zeit. Okay, ich bin doof. Damit wäre das amtlich, machen wir weiter. Ja, also es ist wirklich erschreckend. Wir sehen hier übrigens links in dem grauen Balken auch nochmal den 1990 bis 1998 hatten wir keinen nennenswerten Rückgang bei der Gesamtzahl der beobachteten Vögel. Und das ging dann erst los. Das heißt, dieser außerordentliche Rückgang an Vögeln, der in letzter Zeit beobachtet wird, und es geht übrigens so weiter, ne? 2009 ist nicht das Ende des Ganzen, sondern das ging weiter runter. Ja, wenn man sich aktuelle Statistiken anguckt, da ist noch jede Menge mehr verloren gegangen. Ja, also es muss irgendwas zur Wende des Jahrtausends passiert sein, das langsam aber sicher zu all diesem massiven Rückgang an Vögeln führt. Und das ist ein Teil der Geschichte, die man also auf keinen Fall ignorieren darf. Das Ganze findet seit massiv seit ja ungefähr der Jahrtausendwende statt. Ja? Und da kann man schon mal überlegen, an welchen Ursachen das so liegen kann. Smartphone, Internet, ja, sowas. Ja, natürlich nicht. Aber ja, gut. Lassen wir jetzt erstmal so stehen und kommen jetzt mal zum Faktor, was killt denn Vögel? Beziehungsweise, was ist direkt für den Tod von Vögeln verantwortlich? Da habe ich eine kleine Liste. Ja, und besagte Liste wird hier auch gleich oben links, da ist sie schon. Und ja, was tötet denn Vögel direkt? Das ist nicht unbedingt eine Auflistung in der Intensität, wie ich das hier jetzt aufgelistet habe, aber das sind ein paar Faktoren. Man könnte noch andere auswählen. Die wesentlichen sind auf jeden Fall dabei, nämlich tatsächlich Fensterscheiben. Es ist irre, wie viele Vögel schlicht und ergreifend an irgendeine Fensterscheibe oder sonstige Glasfassade fliegen, weil sie die nicht sehen können, weil, wie man das zum Beispiel bei unseren Meisen hier schön sehen kann, die haben weit auseinanderliegende Augen. Das heißt, nicht beide Augen sind nach vorne gerichtet und sie können einen Gegenstand korrekt fixieren und dann einschätzen, wie weit der Gegenstand weg ist. Fragt mal einen Einäugigen, ob wie gut der darin ist, zum Beispiel Fußball zu spielen oder Dart zu spielen oder was auch immer. Die Einschätzung von Entfernungen funktioniert für uns deshalb relativ gut und auch die Wahrnehmung, wo man was hinwerfen muss und so weiter, weil wir eben mit zwei Augen in die gleiche Richtung gucken und dann eben aus dem Abstand zueinander und aus den zwei Bildern, die wir im Kopf kreieren, das gut machen können. Dinge fixieren und Entfernungen abschätzen. So, und das kann ein Vogel, dessen Augen zu weit auseinander sind, eben nicht. Der hat dafür eine sehr gute Rundumsicht. Die braucht er auch für den Fall, dass jemand kommt und ihn fressen möchte. Und diese Fähigkeit, irgendwas in weiter Ferne fixieren zu können und genau erkennen zu können, ist für ihn also völlig unerheblich. Fürs Nahrung entdecken reicht's, und damit ist gut. Ja, das gilt für die meisten Singvögel. Bei Raubvögeln ist das was anderes. Die können sehr wohl Dinge fixieren, viel besser als wir und haben ja ein unglaublich gutes Sehvermögen. Aber für unsere kleinen Singvögelfreunde ist das schon ziemlich relevant. Ja, und die klatschen dann halt eben regelmäßig gegen die Fensterscheibe, weil sie durch ihr spezielles Gesichtsfeld nicht in der Lage sind, eine Fensterscheibe als Fensterscheibe zu identifizieren. Insbesondere wenn sie sehr große Fensterscheiben sind und noch mal viel häufiger, wenn an den Fensterscheiben sich irgendwas im Fenster spiegelt, was wie eine normale Naturlandschaft, die der Vogel so kennt, aussieht. Aus der Vogelperspektive zu allem Überfluss. Also soll heißen, ein Glasgebäude, ein fancy wissenschaftliches Institut zum Beispiel, sehr häufig Wissenschaftsgebäude leider, die in einem schönen Campus, also einem Park, stehen. Da kann es schon mal gerne passieren, dass sich dann eben der Park in der Fensterfassade spiegelt und der Vogel denkt, der Park geht da hinten weiter und fliegt da rein, volles Karacho. Und dabei passiert etwas sehr, sehr Unschönes. Und da würde ich mal ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen wollen, weil ich habe dazu leider ein Foto. Das ist zwar eindrücklich, aber nicht für jedermann, ne? Also guckt einfach mal gefühlt eine Minute weg, wenn euch das zu heftig ist, einen toten Vogel sozusagen zu sehen. Denn wie jeder weiß, der mal einen Vogel beim Fliegen beobachtet hat, die fliegen mit dem Kopf voran, mit dem Schnabel voran. Und wenn die dann gegen eine Fensterscheibe mit vollem Karacho dagegen knallen, die sind ja auch noch schnell unterwegs. Langsam fliegen kannst du nicht. Das sind ja keine Helikopter, die da in der Gegend rumschweben, sondern eben Segler und sind mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs. Und selbst wenn ein Vogel sehr leicht ist, er hat nur dünne Knochen, hohle dünne Knochen, ja, wie man vielleicht aus dem Biologieunterricht noch weiß. Das heißt, eine Kollision mit einer
Fensterscheibe aus vollem Flug führt zu diesem unschönen Bild. Der Vogel hat sich das Genick gebrochen. Also das ist wirklich einer gegen die Fensterscheibe geflogen. Ja, den hat man so am Boden gefunden und dann etwas präpariert, um eben mal zeigen zu können, wie das dann hinterher aussieht, nachdem der Vogel gegen die Fensterscheibe geknallt ist. Und ja, hat sich also wirklich eindeutig, das kann man ohne Botaniker zu, Quatsch, Zoologe zu sein, Ornithologe zu sein, erkennen, dass der Vogel hin ist. Ne? Und das gibt es ganz häufig, sehr viele Bilder in dem Stil. Es gibt noch viel grausamere Funde, wo der Schnabel ganz verbogen ist, wo der Schnabel in den Kopf gedrückt wurde, was natürlich dann ruckzuck zu einer Hirnverletzung, einer tödlichen Hirnverletzung führt. Das ist überhaupt nicht schön. Also so gar nicht. Ne? Auch, die sind zwar meistens sehr schnell tot, das ist das einzig Gute bei der Sache, aber ja, ne? Völlig sinnlos dafür, dass wir große Fensterfassaden haben können. Das trifft aber nicht nur Singvögel, sondern eben auch mal so einen Sperber, der dann möglicherweise einen sich im Fenster spiegelnden Singvogel, kurz bevor der gegen die Scheibe fliegt, sieht und dann denkt, er könne den fangen. Der Sperber fängt andere Singvögel aus der Luft. Das ist aber auch kein Problem, weil das ist ein natürlicher Prozess, ist ins Ökosystem so integriert. Also im Sperber braucht man wirklich keinen Vorwurf machen. Und auch der hat sich beim Knall gegen die Fensterscheibe das Genick gebrochen, wie man hier leider eindrücklich erkennen kann. Und ja, das war's dann. Ja, wie gesagt, die sind präpariert worden. Wenn man einen Vogel am Boden findet, sieht das dann eher folgendermaßen aus. Ja, und das hier sind die Überreste eines Grünspechtes, der eben auch durch Kollision mit Fensterscheibe sein ja, Lebensende gefunden hat. Ja, also wirklich keine schöne Angelegenheit. Unglaublich, ja, traurig, schlicht und ergreifend, dass das so ein sinnloser Tod tatsächlich ist. Daher mich persönlich stört bei der ganzen Vogeldebatte emotional die Todesursache Fensterscheibe mit Abstand am meisten. Ja, bei Todesursache Verkehr, da kannst du ja sagen, ja gut, irgendwie muss man ja unterwegs sein. Vielleicht mag das das Ganze irgendwie ein bisschen abmildern. Aber einfach nur eine schöne Aussicht zu haben und dafür Vögel zu killen, das ist schon schlimm. Davon abgesehen, das sind wirklich, wirklich viele. Ich will euch jetzt nicht mit großen Zahlen nerven, aber ein Großteil der direkt getöteten Vögel, wahrscheinlich sogar der größte Faktor neben Verkehr und direkter Auswirkung der Landwirtschaft, sind tatsächlich Vögel, die gegen eine Fensterscheibe geknallt sind. Ne? So. Und übrigens meine Vogelaufnahmen, also genau genommen die von meiner Frau, von unserem Vogelhäuschen, die wiederholen sich irgendwann, die laufen dann von vorne. Ich habe mehr zu erzählen, als ich Vogelaufnahmen habe. Wir haben übrigens auch noch manchmal andere Vögel da, nicht nur Blaumeisen. Kohlmeisen kommen, wie gesagt, auch noch mal relativ häufig und manchmal auch was Selteneres. Zum Beispiel sehr, sehr schön und wirklich toll anzusehen waren Erlenzeisige. Und die Weidenmeise, die auch eine ganz seltene Meise ist und trotzdem hin und wieder mal vorbeischaut. Auch davon mal ganz kurz ein Foto und dann geht's weiter im Text. Ja, dann kommen wir zurück zu den Todesursachen. Verkehr, Bahn und Autoverkehr, das ist jetzt ein bisschen komisches Deutsch, aber macht nichts, ist trotzdem tödlich. Ja? Vor allen Dingen deswegen, weil es für kleine Vögel, gerade für die kleinen Vögel, auch vollkommen ausreicht, in die Nähe eines schnell fahrenden Fahrzeugs, sei das jetzt ein Zug, ein Diesel-SUV oder ein Tesla, ist völlig wurscht. Solange das Ding schnell unterwegs ist, erzeugt es eine entsprechende Sogwirkung, hat jeder schon mal erlebt, der am Bahnhof mal stand, als der ICE durchgesaust ist. Und diese Sogwirkung trifft dich umso stärker, je leichter du selbst bist. So und so ein kleiner Federball, wie er hier immer wieder durchs Bild hüpft, der ist halt außerordentlich leicht und zu allem Überfluss auch noch gefiedert. Und das heißt, so ein Vögelchen gerät wahnsinnig schnell in so einen Sog und wenn die dann mit dem Zug kollidieren, mit ihrem empfindlichen Skelett, und dann sind die hin. Ja? Also da reicht eine kleine Berührung und dann war es das. Da zwar kriegt der Vogel davon nicht mehr viel mit und ist dann wirklich ziemlich
ziemlich schnell ziemlich deformiert. Und das ist auch wieder ein schneller Tod. Das ist wenigstens der eine Trost, den man bei der Sache haben kann. Aber schön ist das nicht. Und wenn man zum Beispiel beim Autofahren mal das Gefühl hatte, oh, der Vogel, der da gerade über die Straße geflogen ist, der ist bestimmt noch weggekommen und der hängt jetzt bestimmt nicht bei mir unterm Auto. Die Chance, dass er sehr wohl bei dir unterm Auto gehangen ist, beziehungsweise eben vom Sog des Autos getroffen wurde und damit dann auch möglicherweise einen Lungenschaden schlicht und ergreifend erlitten hat, weil dieser, das war meine Kohlmeise übrigens gerade, weil dieser Sog dann eben auch sehr wohl eben den Vogel die Lunge kaputt machen kann, einen so starken Druck erzeugen kann, dass es eine Lungenembolie quasi gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das der korrekte Fachbegriff ist, ich glaube schon. Und ja, dann ist er futsch. Das heißt, nur weil du keinen Dong gehört hast von so einem ganz leichten Singvogel, der kurz vorm Auto vorübergeflogen hat, heißt das noch lange nicht, dass der noch lebt. Ja? Also ich will auch, wenn mir das mal passiert, man kann das ja kaum vermeiden, wenn man Auto fährt, will ich auch glauben, dass dem Vogel bestimmt nichts passiert ist. Aber die Chance, dass ihm sehr wohl was passiert ist, ist leider sehr, sehr hoch. Ja? Also das nur mal so als ein Beispiel zum Thema Verkehr. Ja, Hauskatzen, dazu hatte ich mal ein eigenes Video gemacht, sind leider eine sehr große Hausnummer bei dem Ganzen. Allerdings muss man sich fragen, inwiefern die für den Rückgang der Vögel seit ungefähr 2000 verantwortlich gemacht werden können. Haben wir denn einen Anstieg der Hauskatzendichte seit 2000? Tatsächlich ja, haben wir. Ja, aber der ist nicht so riesig, dass man damit jetzt den kompletten Rückgang der Vögel erklären könnte. Hauskatzen hat es vorher schon gegeben, wenn auch vielleicht eben nicht in diesem Ausmaß. Sie spielen trotzdem eine große, große Rolle in jedem Fall. Je nach Land ist die Auswirkung gravierend bis hin zu, naja, ohne wäre besser. Ne? Wir reden hier übrigens von Hauskatzen, die Freigänger sind, natürlich nicht von in der Bude gehalten. Hauskatzen, die nur in ihre Katzenvoliere oder sonst wo raus dürfen, die richten, was die Vogelpopulation angeht, natürlich keinen Schaden an. Und das soll jetzt natürlich auch nicht heißen, dass wir Katzen abschaffen sollen. Ich liebe selbst Katzen, aber sie sind mit ein Faktor. Warum sind Hauskatzen so viel wichtiger als zum Beispiel ein Baumarder? Naja, ganz einfach, weil die sekundär zusätzlich auf die Jagd gehen können und keiner Räuber-Beute-Beziehung unterliegen. Ja, wenn ein Baumarder, der sich primär von mir aus Spechten ernährt, feststellt, dass die Spechtpopulation zurückgeht und er dafür vielleicht sogar selbst mitverantwortlich ist, dann findet er weniger Spechte, dann hat er weniger zu fressen, dann gibt es weniger Nachwuchs, dann geht die Baumarderpopulation zurück, spätestens nachdem der Baumarder die Spechtpopulation geschädigt hat. Hier haben wir also einen klassischen Fall von Jäger-Beute-Beziehung. Die Zahl des Predators mag die Beute knapp werden lassen, aber spätestens dann geht der Predator so weit ein, dass sich die Beute wieder erholen kann, bis der Predator wieder genug zu futtern findet und sich selbst wieder so viel reproduzieren kann, dass das ganze Spielchen wieder von vorne losgeht. Und eine Hauskatze unterliegt diesem natürlichen Gleichgewicht eben nicht, weil die wird trotzdem gefüttert. Selbst wenn die jeden Gartensperling auffrisst, wird die immer noch gefüttert. Ja? Oder einfach nur so zum Spaß tötet und gar nicht frisst, weil das nicht notwendig ist, weil das leckere Schieberkatzenfutter möglicherweise leckerer ist, als ja eben der besagte Vogel im Garten. Ne? Hauskatzen sind also, je nachdem, wen man fragt und welche Studie man sich anguckt, das ist noch nicht endgültig wissenschaftlich geklärt, aber zumindest ein Faktor, der auf Minimum Einfluss 4% geschätzt wird. Und wenn man eine andere Zahl, eine hohe Zahl heranziehen möchte, dann wäre es 20%. Und das gilt für Deutschland. In Ländern wie Australien ist der Einfluss der Hauskatze ungleich größer, weil da ja überhaupt keine Raubtiere oder so gut wie gar keine Raubtiere in Australien vorkommen. Und wir, da wir Raubtiere eingeführt haben und sei es auch nur die Hauskatze, da eben massiv das Artengleichgewicht durcheinander gebracht haben oder irgendwelche kleinen Inseln in sonst wo. Ja? Auch da gab es häufig keine Raubtiere, bis wir mit der Hauskatze um die Ecke gekommen sind. Gut, wie gesagt, das sind nur sechs Beispiele, gibt noch andere Faktoren. Direkte Jagd. Direkte Jagd heißt zum Beispiel große Netze aufstellen und warten, bis die Zugvögel am Mittelmeer vorbeikommen und nach Afrika wollen und dann in diese riesigen Luftnetze reinfliegen. Das funktioniert gut, weil wenn die schon keine Fensterscheiben sehen, dann sehen die solche Netze auch nicht. Ja, dafür ist das Vogelauge, gerade bei Singvögeln, bei Zugvögeln einfach nicht gemacht.
gemacht. Und davon abgesehen sollte auf einer Höhe von 100 Metern oder von mir aus von 40, 50 Metern, auf denen die unterwegs sind, wo sich offensichtlich keine Baumwipfel mehr befinden, da sollte kein Hindernis sein. Wenn da dann doch plötzlich ein Hindernis ist, dann ist das für einen Vogel ein völlig unbekanntes Phänomen. Und da fliegt er dann halt rein und ja, dann werden die gegessen. Da muss man dem Ganzen noch zugute halten, dass es sich dann wenigstens um halbwegs, ja, mit Anführungszeichen, sinnvolle Vogelnutzung handelt. Eine Kuh im Stall stehen haben ist mehr oder weniger dasselbe. Und beim Singvogelfang muss man sagen, der hatte wenigstens ein schönes Leben, bevor er gegessen wurde. Die Kuh im Stall nur bedingt. Ne? Von daher kann man so oder so sehen. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Menge an. Es kommt natürlich auf den Sinn und Zweck des Vogelfangs an. Und es ist halt die Frage, ob genug Vögel da sind, dass eine ja nachhaltige Nutzung der Population möglich ist. Jede Population von so ziemlich allem, bei Pflanzen, bei Tieren, hat eine gewisse Überproduktion. Und innerhalb dieses Bereichs der Überproduktion, solange man nicht zu viel Einfluss auf die Populationsgröße nimmt, kann eine nachhaltige Nutzung stattfinden. Ne? Ob das muss, ist eine andere Frage. Ich würde auch klar sagen, muss nicht. Aber kann schon, und das ist möglich, ohne die Art gleich zu auszurotten, beziehungsweise im Bestand drastisch zu reduzieren, wenn die Nutzung, wie gesagt, klein genug ist und angepasst an die Gesamtpopulationsgröße. Das ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren sicherlich nicht mehr der Fall. Jede Jagd auf Singvögel beim weltweit nachlassenden Singvogelbestand ist schlicht eine Übernutzung und führt zu einer weiteren Reduktion des Bestandes. Das kann derzeit nicht durch die natürliche Regenerationsrate der Population kompensiert werden. So, also das war die direkte Jagd. Dazu gehört übrigens auch sowas wie Entenschießen mit der Schrotflinte bei uns in Deutschland, wobei man sagen muss, dass die Stockente jetzt überhaupt nicht bedroht ist. Das wäre also relativ egal für den Gesamtvogelbestand. Wenn nicht indirekte Jagdfolgen bestehen, wie zum Beispiel die Bleivergiftung. Wenn du nämlich mit Bleischrot in der Gegend rumballerst und das regelmäßig tust, dann hast du irgendwann so viel Bleischrot in die Gegend geballert, dass insbesondere in Gewässernähe, das eben auch zu einem Bleieintrag ins Gewässer führt. Der Fisch, der sich ja von allem ernährt, was irgendwie im Teich so unterwegs ist, beziehungsweise die Wasserpflanze, die immer aufnimmt, was im Teich so unterwegs ist, und der Fisch, der dann die Wasserpflanze vielleicht anknabbert, oder die Schnecke, die vorher die Pflanze angeklappert hat, überlegt euch eine beliebige Nahrungskette. In jedem Fall, irgendwann ist es im Fisch. So, jetzt kommt der Fischadler angeflogen, frisst den Fisch. Und während im einen Fisch nur noch kleine Menge Blei drin war, der frisst ja nicht nur einen Fisch, er frisst viele Fische. Und die kleine Menge Blei pro Einzelfisch reicht nicht aus, den Fisch zu töten. Aber das ganze Blei akkumuliert sich, also sammelt sich an, im Fischadler. Und der stirbt dann irgendwann tatsächlich an Bleivergiftung oder wird zumindest unfruchtbar. Also entweder die Weibchen können keine Eier mehr legen, die Männchen können keine Eier mehr befruchten. Und dann haben wir auch da eben ein Problem. Das ist zugegebenermaßen aber eher ein kleiner Faktor, und meistens führt diese Bleivergiftung erst zu Infertilitäten, also Unfruchtbarkeiten, bevor es zum direkten Tod führt, auch wenn ich jetzt die direkte Todliste sozusagen aufführe. Ja, aber es kann mit ein Faktor sein und ist stellvertretend für viele Kleinigkeiten, die eventuell Vögel umbringen können. Ja, und die Windkraftanlagen, da muss man sagen, auch hier ist Hauptfaktor, der kleine und mittelgroße Vögel tötet, gar nicht so sehr der Rotor, der sie direkt trifft, sondern auch wieder der Sog, den der Rotor erzeugt. Also das gleiche Phänomen wie beim Bahn- und Autoverkehr, weil auch das eben die Lunge zerfetzen kann durch den Druckunterschied, der da herrscht. Das sind ganz kleine, fragile Wesen. Da geht das nun mal schnell. Oder wenn sie halt direkt vom Rotor getroffen werden, dann ist klar, dann ist sowieso auch Schluss. Aber muss man auch dazu sagen, ohne Windkraftanlagen, zumindest Stand heute, kriegen wir auch den Klimawandel nicht in den Griff, und der Klimawandel ist selbstverständlich, abgesehen von der menschlichen Infrastrukturänderung und den Faktoren, die ich gleich noch nenne, selbstverständlich auch ein wesentlicher Faktor, der Vögel killt. Wenn der also einfach ungebremst weitergeht, sind auch alle Vögel tot. Daher ist es oder sehr, 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 sehr viele Vögel tot. Und daher ist es schon ein in Kauf nehmbarer Schaden. Übrigens, wie gesagt, die
Zahl der von Windkraftanlagen geschredderten Vögel liegt so irgendwo im Bereich von 2-3% von dem, was gegen die Fensterscheibe knallt. Ja, oder sogar noch weniger. Das ist also hochgradig wenig und wäre ganz einfach zu kompensieren, wenn man das Fensterscheibenproblem lösen könnte. Dann hätte man netto viel, 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 viel mehr Vögeln geholfen und könnte noch die 18-fache Menge an Windkraftanlagen aufstellen und trotzdem werden insgesamt weniger Vögel getötet. Ein Teil der Wahrheit ist allerdings auch bei den Windkraftanlagen, dass die sehr selektiv und mal nur spezielle Vögel überhaupt betreffen. Zum Beispiel unsere Maischen hier, denen ist jede Windkraftanlage völlig Wurst, weil so hoch fliegen die gar nicht, wie so ein durchschnittlicher Rotor von einer modernen Windkraftanlage hoch ist. Das betrifft dann also eher zum Beispiel den Mäusebussard oder den Rotmilan. Beim Rotmilan hat es noch keine Auswirkungen. Wer das Gegenteil behauptet, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Der ist nicht selten geworden. Der hat sich in den letzten Jahren eher erholt, auch wenn er potenziell zu den Tieren gehört, die häufiger mal in so einen Rotor geraten. Beim Mäusebussard ist es eher ein Thema. Das wiederum ist unser häufigster Greifvogel und der kann also einen gewissen Verlust durchaus ertragen, ohne gleich vom Aussterben bedroht zu sein. Davon abgesehen gibt es noch technische Lösungen, die man bei Windkraftanlagen verwenden kann, wie zum Beispiel irgendwelche Warngeräusche, die die Vögel fernhalten sollen, unter anderem auch mit Ultraschall oder eine Abschaltung, wenn der Vogel zu nahe kommt oder eine generelle Abschaltung zu der Zeit, wo besonders viele Vögel rumfliegen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eben den Vogelschlag durch Windkraftanlagen noch weiter zu reduzieren. Ja, ein gänzlicher Verzicht auf Windkraftanlagen ist weder zielführend, noch ja, wirklich sinnvoll. Gut, das ist einem dasselbe, aber egal. Wir kommen zum nächsten Überthema. Dass da wäre fehlgeschlagene Bruten bzw. Störungen von Vögeln während der Brut, dass sie einfach nicht dazu kommen, sich im ausreichenden Maß zu regenerieren bzw. eben einfach zu vermehren. Gerade bei kleinen Tieren, die potenziell eine hohe Vermehrungsrate haben, so Meisen legen problemlos 6, 7, 8 Eier beispielsweise. Viele andere kleine Vögel können auch richtig viele Eier legen und haben dann eine recht gute Quote, auch wirklich 5, 6, 7 Junge auch durchaus durchzubekommen. Das heißt, die Vermehrungsrate ist eigentlich sehr schnell. Die jungen Vögel sind auch schnell geschlechtsreif. Teilweise können die im selben Jahr dann auch noch mal selber Eier legen, wenn es dann Weiblein sind, oder eben Nest bauen, wenn es dann Männlein sind, machen meistens die Herren. Wie dem auch sei, die Vermehrungsrate ist entscheidend. Eine hohe Zahl an gestorbenen Vögeln ist nämlich gar nicht relevant, wenn die Vermehrungsrate viel höher ist als die Zahl der gestorbenen Vögel. Ja. Leider ist das eben nicht der Fall und führt eben zu einer Nettoabnahme an Gesamtvögeln. Und das liegt nicht an der extremen Zunahme der toten Vögel durch die eben genannten Ursachen, die hat zwar zugenommen, aber nicht so sehr, sondern das liegt vor allen Dingen auch und neben Faktor Nummer 3, der dann gleich kommt, an eben der Rückgang der erfolgreichen Brut, ja, also oder der Zunahme von Brutfehlschlägen, je nachdem. Und was man hier jetzt sehen kann, ist ja ein Balkendiagramm. Verschiedene Dinge, die möglicherweise die Brut stören könnten, sind hier aufgelistet. Und wir haben hier auf der X-Achse, Entschuldigung, 0 bis 40 Brutpaare von insgesamt 242 beobachteten Brutpaaren, bei denen dann, ja, und da steht jetzt einfach quasi drin, wie sehr und wie oft die entsprechenden Faktoren, die möglicherweise die Brut stören könnten, relevant gewesen sind. Soll heißen, oben angefangen, landwirtschaftliche Nutzungsänderung ist für schätzungsweise 15 Brutpaare, ist ein bisschen schwierig abzulesen, schwerwiegend gewesen. Schwerwiegend heißt, die Brut hat nicht stattgefunden, die können sich quasi nicht reproduzieren durch diesen Umstand oder so gut wie nicht. Und Mittel, also der blaue Teil des Balken, heißt deutlich erschwerte Brutumstände, kann aber mal noch klappen, wenn es klappt, mit deutlich weniger Jungvögeln als bei optimalen Brutbedingungen. Ja, und da sind wir also insgesamt bei Gesamtbalken 32 Vogelpaaren, die da eben mit landwirtschaftlicher Nutzungsänderung zu kämpfen hatten. Das ist damit der mit Abstand häufigste Faktor. Das wird uns nachher auch noch mal ein paar Mal begegnen. So, forstliches Flächenmanagement.
Das ist vor allen Dingen die Tatsache, dass wenn mal irgendwo halt eben ein Wald genutzt werden soll oder durchforstet werden soll, das heißt nur ein Teil der Bäume werden gefällt, damit die anderen Bäume bessere Wachstumsbedingungen vorfinden, dann sorgt das eben dafür, dass sämtliche Vögel, die zu diesem Zeitpunkt da gerade gebrütet haben, mit der Brut aufhören müssen. Das ist der rote Teil des Balkens. Und alle Vögel, die möglicherweise da gerne gebrütet hätten, das eben auch woanders tun müssen und aus Ausweichen müssen und ein Ausweichen kurz vor dem Eierlegen oder sogar während der Brut führt häufig zur Aufgabe der Brut. Hier ist es allerdings ja nur ein blauer Balken, das heißt, da ist das Gelege nicht gänzlich verloren gegangen. Da war es einfach nur in Anführungszeichen eine Störung und das ist eben bei etwas mehr als insgesamt 20 Brutpaaren der Fall gewesen. Leider muss man sagen, kann man daran nicht wirklich viel ändern. Der Wald ist auch wichtig, das Management des Waldes ist ebenfalls auch wichtig und noch schonender, als das momentan passiert, aus Sicht der Vogel kann das auch nicht erfolgen, weil es ist im Prinzip egal, ob du mit der Handsäge den Baum fällst oder den Baum mit der Motorsäge fällst, der Unterschied auf die Vogelpopulation ist marginal. Die Tatsache, dass der Baum hinterher weg ist, das spielt eine große Rolle. Und das für Forstwissenschaft bzw. Forstwirtschaft natürlich in dem Fall brauchen, das habe ich auf diesem Kanal ja schon zigmal thematisiert und spare ich mir an dieser Stelle. So, Änderung der hydrologischen Verhältnisse heißt, es gibt mehr oder weniger Wasser. Das können sein Hochwasserereignisse, die einen Bau vernichten, ein Nest vernichten, die Bedingungen für Nestbau vernichten. Zum Beispiel der Eisvogel, den kennen wir alle. Ich blende mal ein Bild ein. Der wohnt in Steilküsten, also irgendwelche ja, matschigen, modrigen, sandigen, genau genommen Löss im Idealfall, schluffigen Steilküsten. Das heißt, es ist so ein, ja, ein lockerer Boden, in den er reingraben kann. Der sieht nicht aus, als sei er ein großer Gräber, kann er aber trotzdem. Und da buddelt er rein, macht sich da eine schöne Höhle in der Steilwand, direkt überm Ufer und kann quasi aus seiner Höhle raushüpfen, vielleicht noch auf dem Ast nebendran sitzen und ins Wasser abtauchen und sich ein paar kleine Fische holen. Ne? Der taucht zum Fischefangen und kommt dann wieder an Land, muss dann vielleicht noch ein kleines bisschen trocken, bevor er wieder gut fliegen kann und dann ab mit den Fischen zurück in die Hohle, Jungvögel versorgen und dann klappt das ganz wunderbar. So, nehmen wir jetzt an, es gibt eine Hochwasserkatastrophe, dann hat unser Eisvogel ein Problem, weil das Hochwasser kann schnell so hoch werden, dass diese Wand, diese Lösswand, in der er seine Höhle hat und seine Brut großzieht, einfach vom Hochwasser weitgehend weggerieben wird, weggerissen wird. Selbst wenn hinterher eine neue Steilwand entsteht, dann ist zumindest der Teil mit der Höhle von unserem Vogel hier verschwunden und das hätte dann durchaus größere Auswirkungen auf eine Eisvogelpopulation, weil der gesamte Hang mit der gesamten Teilpopulation, die an diesem Hang sozusagen vorkommt, und das ist dann nicht nur ein Eisvogel, das sind dann schon immer ein paar Brutpaare, die sind dann alle weg. Und der ist ohnehin schon selten, ne? Und klar, Eisvogel kennt jeder, liebt jeder, die sind ja auch wunderschön und tolle Tiere, keine Frage, ne? Umgekehrt, extreme Dürre. Extreme Dürre führt dann dazu, dass der besagte Bach, an dem unser Eisvogel wohnt und gerne seine Fischchen fangen kann, einfach nur noch so wenig Wasser hat, dass der Eisvogel gar nicht mehr tauchen kann, weil da macht dann Körper und steckt mit dem Schnabel im Schlamm. Und auch das ist eben was, was eine massive Veränderung der hydrologischen Verhältnisse mit sich bringt und damit einfach dann zu wenig Nahrung produzierbar ist, beziehungsweise findbar ist. Und eine Jungenaufzucht scheitert. Es mag für den Altvogel noch reichen, um am Leben zu bleiben, sich selbst zu ernähren, für die Jungtiere reicht es dann nicht mehr. Sehr schön finde ich, dass jetzt hier nun der nächste Balken natürliche Entwicklungen auch drin ist, weil es gibt eben sehr wohl auch natürliche Faktoren, die mal eine Brut scheitern lassen. Schlechtes Wetter, der, keine Ahnung, Habicht kommt vorbei, der Sperber kommt vorbei und klaut ein Elternteil, solche Sachen. Ne? Der Baummarder räumt die Höhle aus, wobei das wahrscheinlich eher unter Prädation laufen würde. Aber was immer für ein natürlicher Umstand da eine Rolle spielen mag, damit ist er abgedeckt. Ja?
Sport und Freizeit, Outdoor-Aktivitäten. Prominentes Beispiel bei mir in der Ecke, mein Battertfelsen über Baden-Baden. Da wurde jetzt eine Kletterroute, das ist ein beliebtes Kletterrevier, gleichzeitig Naturschutzgebiet und Bannwald, wo Wanderfalken brüten oder eben nicht brüten oder nur sehr wenig erfolgreich brüten die letzten Jahre. Und deswegen hat man jetzt einen der beliebtesten Kletterfelsen gesperrt, um eben zu sagen, ja, wir wollen mal gucken, ob sich dadurch die Brutrate der Wanderfalken verbessern lässt. Ist alles ein bisschen sehr, sehr unglücklich gelaufen. Man hätte da auch versuchen, einen Kompromiss mit den Kletterern einen Kompromiss finden zu können, hätte man zumindest versuchen sollen, aus meiner Sicht. Aber in der Sache ist es schon nicht falsch, dass man dann zum Schutz eines durchaus bedrohten Vogels, auch wenn sich der Wanderfalke insgesamt eher erholt hat die letzten Jahrzehnte, ja, dann halt eben Freizeitnutzungen einzuschränken. Aber gerade was Vögel angeht, ist eben tatsächlich eine sehr schnelle oder eine in ungewöhnlichem Gelände stattfindende Outdoor-Aktivität am ehesten ein Problem, weil Vögel ja genau an die unzugänglichen Orte für ihre Nester ausweichen und gerade da die Brut stattfinden soll. Und je nachdem, wie empfindlich der jeweilige brütende Vogel auf Störungen reagiert, kann ein regelmäßig vorbeifahrender Radfahrer beispielsweise ein Problem darstellen oder ein regelmäßig vorbei buschkraftender Buschkrafter oder jemand, der Meinung ist, mit seinem neuen 38 cm Crocodile Dundee Messer irgendwelche Baumstämme spalten zu müssen, das direkt neben dem potenziellen Nest unserer Vögelchen tut, dann ist auch das ein Problem. Und das hat ja jetzt nun in den nächsten Jahren definitiv massiv zugenommen. Also hier würde es auf jeden Fall passen, dass seit 2000 Störungen durch Freizeitnutzung in der Natur ganz allgemein gehalten, nicht nur Wald, auch andere Natur, deutlich zugenommen haben dürften. Ja. Dafür muss man sagen, ist der Balken relativ klein und es kommt eher nur relativ selten zu gravierenden Störungen. Hoffen wir, dass das so bleibt. Weil man muss ja auch sagen, Freizeit, Sport und Freizeit ist ja auch wichtig. Es gibt auch ein gewisses Recht und ein gutes Recht, Sport und Freizeit ausführen zu dürfen, gerne auch in der Natur. Das heißt, hier steht der Störung eine sinnvolle Ursache entgegen. Anders als bei den Glasscheiben, ne? Zum Beispiel. Ja, Prädation und Konkurrenz sind auch natürliche Faktoren. Konkurrenz könnte zum Beispiel der immerwährende Kampf zwischen Zugvogel und Standvogel sein. Standvogel übersteht hier irgendwie den Winter, ernährt sich mit dem, was es hier so gibt, muss dafür aber nicht von Afrika erstmal wieder herfliegen, anders als die Zugvögel. Das heißt, es nimmt sich nicht viel. Es ist ein ständiger Konkurrenzkampf. Was ist denn nun besser? Wegfliegen und wiederkommen? Wegfliegen ins Schlaraffenland, dafür aber den langen Flug in Kauf nehmen? Oder hier versuchen, den Winter irgendwie zu überstehen und dafür nicht nach Afrika fliegen müssen? Bisher hält sich das so plus minus die Waage, ein gewisses biologisches Gleichgewicht, wenn man so möchte. Es kann aber jetzt tatsächlich eben passieren, dass die Zunahme der Verschiebung dieses Konkurrenzverhältnisses vielleicht auch für mehr Probleme bei der Brut führt. Zum Beispiel Leute, die ein Vogelhäuschen aufgestellt haben, ja, mir fällt gerade kein Beispiel ein, die sorgen tatsächlich dafür, dass es eine gewisse Verschiebung zugunsten des Standvogels gibt. Weil der Standvogel mit Vogelhäuschen ziemlich einfach durch den Winter kommt, wenn es ein gut bestücktes Vogelhäuschen ist, und dann super fit ins nächste Jahr startet, während der Zugvogel immer noch fix und fertig ist, wenn er aus Afrika wiederkommt. Ne? Oder woher auch immer, wo auch immer der hingeflogen ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Und ja, damit verschiebt sich so ein bisschen dieser Konkurrenzkampf zwischen den beiden über Lebensstrategien für den Winter hinsichtlich zum Hierbleiben ist besser. Dafür sorgt auch der Klimawandel, weil hier wird es ja wärmer und der Winter ist viel weniger hart. Viele Vögel, die nur manchmal wegfliegen, bleiben inzwischen immer da. Immer. Ja, also die fliegen gar nicht mehr. Warum auch? Das bisschen Winter, was wir noch haben, pff, und das Risiko, dass der mal richtig kalt wird, naja, dann gibt es Vogelhäuschen. Ne? Also man hat auch Nachteile. Man muss in Kauf nehmen, dass man ein bisschen ins natürliche Gleichgewicht eingreift, in die natürliche ökosystemare Entwicklung, wenn man ein Vogelhäuschen aufhängt. Mir ist das bewusst, aber ich habe unglaublich viel Freude mit unserem Vogelhäuschen. Und ja, da es sind auch ein paar seltene Vogelarten da, wie zum Beispiel die Weidenmeise. Dass man so seltene Vogelarten unterstützt, ist meiner Meinung nach mehr wert, als die nicht notwendige Unterstützung von Kohl- und Blaumeise.
Nicht, dass die nicht auch niedlich werden, ne? Gut, dann geht es weiter mit Biozide, Hormone, Chemikalien aus der Landwirtschaft. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Natürlich spritzt niemand Antivogelgift in seinen Maisacker, aber eben sehr wohl Insektizide. Und Hormone sind eben auch in vielfältiger Art und Weise inzwischen ins Ökosystem gelangt. Das geht los bei Frauen, die Antibabypille nehmen und hinterher aufs Klo gehen. Da landet Östrogen im Grundwasser. Das wird in seltensten Fällen mit der Quatsch, mit dem Abwasser reinigen, restlos entfernt, landet dann irgendwie im Ökosystem, letztendlich wieder in der Wasserpflanze, im Fisch, der Fischadler holt sich den Fisch und so weiter. Der Fisch dem Fischadler seine Hinterlassenschaft schmeckt vielleicht einem anderen Tier und das wird dann doch von irgendeinem aasfressenden Vogel, meinetwegen einer Krähe oder sowas, vertilgt und irgendwie landet das immer auch wieder in einem anderen Teil des Ökosystems und dann auch irgendwann anteilig in der Vogelpopulation. Und es müssen ja jetzt nicht zwingend Östrogene sein. Es gibt noch viele andere Hormone, die in die Landschaft gelangen. Und Insektizide ist klar, das Insekt wird damit gekillt. Der Vogel frisst, der Vogel hat das Insektizid ebenfalls intus bekommen. Und Insektizide sind nicht besonders gesund. Klar, die sollen Insekten in erster Linie töten, aber deswegen will man die ja nicht aufessen. Ja? Muss ich also niemandem erklären, dass das ungesund ist. Spielt eine sehr große Rolle, vermutlich nicht nur beim Bruterfolg, sondern ist auch einer der Faktoren, die für direkten Vogeltod auch noch in meiner 6-Punkte-Tabelle da hätten aufgeschrieben werden können. Sicherlich auch einer der größeren Faktoren, sicher größer als der Einfluss von zum Beispiel Windkraftanlagen. Fischerei inklusive Beifänge, das lasse ich jetzt mal weg, da kenne ich mich zu wenig aus. Klimawandel, abiotische Bedingungen, das wäre zum Beispiel ein direkter, es ist so trocken, dass wir nicht blüten können, oder es ist im Winter überraschend doch so elendig kalt geworden, dass Tiere, Vögel, die im Winter schon anfangen, Nest zu bauen oder eine ganz frühe Brut hinlegen, das eben auch nicht machen können. Das könnten solche Ursachen sein. Ne? Zwei einfache Beispiele. Schwer zu sagen, was da alles drunter fällt. Meeresverschmutzung, das sind dann vor allen Dingen Wasservögel, die da betroffen sind. Da kann euch der Robert Mark Lehmann, ich blende jetzt nicht nochmal sein tolles Bild ein. Da, das war einfach nur so ein kleiner Jux, dass ich da irgend so ein random Bildausschnitt genommen habe. Aber da kann der jede Menge zu erzählen. Da kennt er sich auch viel besser aus als ich. Also bei dem da ein bisschen Zeugs gucken. Maat heißt insbesondere, dass wir, nachdem wir was angepflanzt haben auf einem Acker, ja, zum Beispiel Weizen, den dann logischerweise irgendwann auch ernten und während der aber noch steht, als Getreidefeld, ja, oder als Mähwiese, das muss auch gar nicht, das ja, Maat wäre eigentlich der Fall mit der Mähwiese, Entschuldigung. Ja, die Wiese wächst, die Vögel ziehen ein, bodenbrütende Vögel vor allen Dingen, die einfach irgendwo am Boden sich ein getarntes Nest anlegen, kurze Brutzeiten haben, dann geht das meistens gut. So, und in dem Moment, wo die da gerade noch mitten am Brüten sind oder alternativ die Jungvögel schon aufziehen, die aber noch nicht flügge sind und noch im Nest bleiben müssen, kommt der Bauer durch, mäht seine Wiese und schreddert dabei sämtliche Jungvögel oder alternativ eben Eier. Ja, und dann ist vorbei. Das ist erstaunlich, dass das nur so gering ist hier in dieser Studie. Das hätte ich vermutet, dass das eine größere Rolle spielt. Dazu muss man aber auch dazu sagen, dass, dazu kurz eine andere Tabelle, den mit Abstand größten prozentualen Rückgang an ja, Individuen haben wir bei zum Beispiel dem Kiebitz. Den kennt jeder, das ist so ein schöner, sympathischer Vogel mit so einer tollen Locke auf dem Kopf. Wunderschönes Tier. Oder das Rebhuhn, kennt auch jeder, war früher mal ein ganz regulärer Speisevogel, ist extrem selten geworden. Ja? Nur noch 9% der Rebhühner sind übrig und das war 2016. Das sind jetzt noch weniger, das ist nicht besser geworden. Auch beim Kiebitz ist noch schlimmer geworden. Also der Kiebitz ist kurz vorm Aussterben, muss man das tatsächlich sagen. Das Rebhuhn in großen Teilen Deutschlands auch. Es gibt Regionen, da geht es dem noch ein bisschen besser. Und selbst die olle Turteltaube, die man als Allerwelts- und Doofvogel vielleicht verurteilen würde, ist extrem zurückgegangen und richtig, richtig, richtig selten geworden. Turteltaube ist übrigens nicht die Stadttaube, überhaupt nicht. Ja? Und die Mehrheit dieser hier aufgeführten Vögel, manche von euch werden den einen oder anderen, der da auf der Liste steht, noch nicht mal kennen. So selten sind die geworden, quasi. Ja, geschweige denn mal einen gesehen haben in freier Wildnis. Die sind fast alles Bodenbrüter. Ja? Und drum,
Das erklärt natürlich, weshalb der Balken der bei den Bodenbrütern gestörten Brutpaaren relativ gering ist, weil in unserer Stichprobe, zurück zum Balkendiagramm, kaum Bodenbrüter überhaupt noch da sind, die man überhaupt untersuchen könnte. Ja, und drum ist der Faktor der Maat auf die paar Bodenbrüter, die es noch gibt, zwar groß, aber in der Gesamtstichprobe nur ein kleiner Balken. Und das erzähle ich unter anderem auch deswegen, weil einem klar sein muss, solche Statistiken wie diese hier, das ist sehr schwierig. Ja, wir kennen die genauen Ursachen, welcher Faktor genau exakt für wie viel Rückgang der Vögel verantwortlich ist, nicht so richtig. Selbst wenn Vögel gut beobachtbar sind und häufig einfach zu sehen, anders als zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche super seltenen Käfer, die nur im Totholz leben, die musst du erstmal finden, um überhaupt nachweisen zu können, dass die da sind. Das ist sehr aufwendig. So ein Vogel, der fliegt vorbei, den hast du gesehen. Ja, und Vögel werden schon seit Jahrhunderten gut dokumentiert. Vogelfreunde gibt es seit 1800 Ungrad. Gibt es schon richtige Ornithologen, die Spaß am Vogelgucken haben. Und das ist somit eins der längsten und best dokumentiert. Es ist die best dokumentierteste Tiergruppe, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Ja, mit Abstand, muss man auch klar sagen. Ja, den Rest würde ich sagen, sparen wir uns. Das spielt alles keine größere Rolle mehr. Tatsächlich ist Jagd in Deutschland, wohlgemerkt, nur ein geringer Faktor. Das sieht in Mittelmeerländern zum Beispiel etwas anders aus. Da dürfen zum Beispiel Singvögel durchaus ganz legal, ohne großen Jagdschein oder ähnliches, bejagt werden, teilweise. Da versucht die EU ein bisschen was dran zu ändern. Das ist auch gut so. Hat noch nicht so ganz funktioniert. Kommt aber auch immer auf die Einzelsituation an. Wenn genügend vom entsprechenden Singvogel da sind, spricht rein ökologisch nicht viel gegen eine Bejagung, ne? Wenn man den dann essen kann, wenn er dafür groß genug ist. Das macht ansonsten ja keinen Sinn, auf Wintergoldhähnchen zu schießen. Die sind winzig. Ja, das kannst du vergessen. Da bleibt überhaupt nichts übrig von dem Tier. Ja, nächstes Thema. Der wahrscheinlich größte Faktor, der für den Rückgang unserer gefiederten Freunde zuständig ist, ist tatsächlich der Verlust von Lebensraum und der Verlust von Ernährungsgrundlage. Das geht so ein bisschen miteinander einher. Ja, gestörte Bruten ist das eine, aber fast jeder Singvogel, der sich ansonsten als ausgewachsenes Tier gerne vegetarisch, zum Beispiel von Sonnenblumenkern, ernährt, der mag für die Jungenaufzucht auch mal den einen oder anderen Käfer fangen. Warum ist das nötig? Naja, ein frisch geschlüpfter Vogel ist winzig. Ein ausgewachsener Vogel, wenn es sich um eine Meise handelt, ist immer noch ziemlich winzig, aber doch deutlich größer als der frisch geschlüpfte. Die sind wirklich mikro und das führt dazu, dass die stark wachsen müssen. Und dafür müssen sie letztendlich etwas produzieren, woraus wir alle bestehen, nämlich Fleisch. Wer mal ein Grillhähnchen gegessen hat, weiß es. Ja? Und das führt dazu, dass jede Menge Fleisch Bausteine zu sich genommen werden müssen und das ist letztendlich Eiweiß. Und da gibt es eigentlich keine bessere Eiweißquelle in der Natur, insbesondere wenn man ansonsten auf eher eiweißarme pflanzliche Nahrung angewiesen ist, eher eiweißarm, ne? Nicht völlig arm an Eiweiß angewiesen ist, dann sind Insekten doch eine willkommene Abwechslung. Das ist für die Jungvögel wirklich ein wesentlicher Faktor, damit die einigermaßen schnell wachsen können, brauchen die Käfer. Ja, zum Beispiel, oder Mehlwürmer, oder sucht euch was aus, oder Spinnentiere, geht auch. Ja, und dass sie schnell wachsen, ist erforderlich, weil die können ja nicht ewig lange im Nest hocken. Je länger die im Nest hocken, desto höher das Risiko, dass das Nest irgendwie umziehen müsste, was nicht geht. Dass der Baummarder kommt oder dass der Förster den Baum fällt oder ja, irgendeiner der eben genannten Faktoren eintritt. Und drum ist das ganz entscheidend. Und dafür ist also sprich, die Insekten sind lecker und dafür braucht es dann also auch Insekten für die Aufzucht der Jungvögel. Und dummerweise haben wir nicht nur einen Vogelrückgang, sondern wir haben vor allen Dingen auch einen Insektenrückgang. Und komischerweise, so ein Zufall aber auch, korreliert der Rückgang unserer Vögel massiv mit dem Rückgang der Insekten. Und damit sind die Ursachen, die fürs Insektensterben verantwortlich sind, automatisch auch die Ursachen, die fürs Vogelsterben verantwortlich sind. Und damit sind wir jetzt beim Hauptfaktor, nämlich Strukturwandel in der Landwirtschaft und immer größer werdende, immer unbiodiverseren riesigen Felder und die Industrialisierung der Landwirtschaft. Ja, aber nicht nur die Landwirtschaft wird immer einfältiger, sondern wenn wir uns jetzt die Gruppe der Gartenvögel angucken, die es auch schon seit ewigen langen Zeiten als spezialisierte Vogelgruppe in zum Beispiel Deutschland oder anderen dörflichen Regionen der Welt gibt.
Ja, da gibt es einen massiven Wandel der Gärtchenkultur, weil inzwischen ist ja der Trend hin zu Beton als Garten und weg von mühsamen, pflegeaufwendigen Pflanzen. Da hat keiner mehr Zeit für die Gärtnerei. Dabei wäre es extrem einfach, einen vogelfreundlichen Garten herzustellen. Dafür muss man nämlich schlicht und ergreifend eins tun, nämlich nix. Lass deinen Garten verwildern und der Vogel freut sich. Pflanz vielleicht noch eine Schlehe, einen Weißdorn, eine Weide, eine Hainbuchenhecke. Also ideal sind eigentlich unsere heimischen Dornengehölze. Die sind toll, weil der Vogel kommt da trotzdem rein. Damit kommt er zurecht, dass die Dinger Dornen haben. Kann da drin tipptopp ein Nest bauen und eure Katze kommt nicht dran, weil die würde sich da mehrfach aufspießen, wenn sie es versuchen würde. Und das weiß der Vogel auch. Im natürlichen Ökosystem würden sie Dornenhecken auch super gerne als Ort für ein Nest verwenden. Nur blöderweise, wo haben wir denn bitte schön heute noch Dornenhecken im Dorf? Ja? Also, das ist mit ein Riesenfaktor, dass unsere Gärten immer mehr zum englischen Rasen mutiert sind und Hecken fehlen. Hecken sind das A und O des vogelfreundlichen Gartens. Es gibt nichts Besseres als eine Hecke. Je dichter, desto besser. Je dorniger, desto besser. Tipptopp. Super für den Vogel. Ja, Brennnesseldickicht im Garten. Super. Ja, irgendwelche sogenannten Hochstauden. Das ist so ziemlich alles, was 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch wird und dann als vertrockneter Stängel noch ganz lange im Garten rumsteht. Und weil ihr eine faule Sau seid, hoffe ich zumindest, schneidet ihr das Zeug nie ab. Es fällt dann im Winter irgendwann von alleine um und bis es soweit ist, hängt da oben in den letzten Fruchtständen von der ausgeblühten Hochstaude noch ein paar Samen drin und die Vögel kommen und sich die Samen da holen. Das ist ein toller Anblick, sieht super aus. Meine Mutter wird immer fauler, was ihre Gartenarbeit angeht und ist immer begeisterte, dass dadurch die Vögel im Garten massiv zugenommen haben. Ja? Und ja, das heißt, positive Nebenentwicklung von Faulheit. Es könnte so einfach sein, aber der Garten muss ja aufgeräumt sein. Der absolute furchtbare Trend geht ja hin zum Steingarten wo du dann, oder Rindenmulch, wo gefühlte drei winzig kleine Pflänzchen aus dem Rindenmulch rausgucken oder aus dem Steinbeet. Und das soll dann angeblich ein Garten sein, der halt wenig Pflege benötigt, aber halt eben potthässlich ist. Also ja. Ich habe da massive Schwierigkeiten mit. Und das ist weder insektenfreundlich, gar nicht insektenfreundlich, das Gegenteil davon, noch irgendwie brauchbar für Vögel. Und ja, ruhig ist es ums Haus dann, weil da nämlich alles tot ist. Ja, das mag dann einen Vorteil darstellen. Ja, und das sind so zwei essentielle Beispiele, was die Struktur in der Landwirtschaft angeht. Riesige Felder, soweit das Auge reicht, ohne irgendwelche Hecken dazwischen, ohne irgendwelche Kleinstrukturen, das ist ein Problem. Warum? Grundsatz in der Ökologie. Je reicher an kleinen ökologischen Nischen eine Landschaft ist und je älter eine Landschaft ist, beziehungsweise ein Ökosystem, sagen wir nicht Landschaft, sagen wir ein Ökosystem, ja, desto höher ist die Artenzahl. Beispiel tropischer Regenwald. Ja, da haben sich innerhalb des tropischen Regenwaldes über viele, viele, viele Jahrmillionen, tropische Regenwälder sind saumäßig alt, die sind schon ewig lange da, haben sich in jedem Quadrat, Kubikmeter Wald, muss man sagen, ne? Auch in die Höhe. Viele kleine Nischen gebildet, direkt am Stamm wohnen. Ja? Direkt in der Astgabel wohnen. Bisschen weiter draußen auf dem Ast wohnen. Gar am Waldboden wohnen. Im Stammbereich der Bäume leben oder oben im Blätterdach. Ja? Das sind alles unterschiedlichste Kleinstlebensräume und deswegen sind die Tropen so reich an Strukturen, so reich an Lebewesen, weil das schon ewig lange so ist. Und um sich gegen die anderen Lebewesen durchzusetzen, musst du entweder stärker sein als die oder wohin gehen, wo die nicht sind. Oder du bist einfach der mit Abstand beste Käfer für Astgabeln, die nach Nordosten ausgerichtet sind, weil du irgendwie raus gefunden hast, wie man am besten in Astgabeln nach Nordosten klarkommt. Die nach Südwesten, das macht dann der Südwestastgabelkäfer, aber du bist der Nordostastgabelkäfer und hier ist deine Astgabel und hier bist du der King. Ja, so funktioniert das quasi. Und wenn es in jede Richtung eine Astgabel gibt, dann gibt es auch vier verschiedene Astgabelkäfer sozusagen. Ja? Und
Bei uns äußert sich das eben, dass wir Gartenvögel haben, Agrarvögel haben, Wiesenvögel haben, Vögel, die Bodenbrüter sind, Vögel, die auf dem Baum brüten, Vögel, die Höhlenbrüter sind, in verschiedenen Materialien, in Bodenhöhlen, in Baumhöhlen, in Felshöhlen potenziell und so weiter. Ja? Und je mehr unterschiedliche Strukturen, die für einen Vogel interessant sein könnten, es gibt, je mehr unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlicher Nahrung es gibt, desto mehr spezialisierte Vogel kann es geben. Ein schönes Beispiel ist der Fichtenkreuzschnabel, da blende ich euch nochmal ein Bild ein. Übrigens, bevor wir zum Fichtenkreuzschnabel kommen, da ist er schon. Darwin-Finken sind das beste Beispiel, woran Darwin, damals Charles Darwin, erkannt hat, wie die Evolution überhaupt funktioniert, weil sich jeder dieser im Prinzip ähnlichen Vögel auf eine spezielle Art und Weise des Nahrungserwerbs in einer speziellen ökologischen Nische angepasst hatte und da evolutionär eben genau auf seinen Lebensraum angepasst war, obwohl alle miteinander enorm verwandt waren. Ja, also es gibt eigentlich kein früheres Beispiel, wo jemand das Wirken der Evolution ähnlich gravierend erkannt hat und ähnlich folgenreich, weil seitdem ist die Evolutionstheorie ja bekannt seit Darwin, der hat sie erfunden, entdeckt, muss man fast sagen. Gut, es ist eine Theorie, die wurde schon erfunden, aber egal. Jedenfalls, ne, der Fichtenkreuzschnabel ist ein bei uns heimisches, wenn auch inzwischen seltenes, und das ist auch normal so, Beispiel für einen speziellst angepassten Vogel, weil dieser lustige Schnabel, den der hat, der hat nicht irgendwie Probleme und dem muss man nicht helfen, sondern das ist Absicht. Der Schnabel ist eine perfekt angepasste Schere, um Fichtenzapfen aufzumachen und den Samen da rauszuholen und dann zu vertilgen. Das heißt, der Fichtenkreuzschnabel frisst, wenn nicht irgendwelche komischen Umstände dazu kommen, dass er mal doch was anderes nimmt, aber nahezu ausschließlich Fichtensamen, weil er der King of Fichtensamen aufmachen und rausholen, was drin ist. Ja, das kann, außer vielleicht Eichhörnchen, aber das ist kein Vogel, niemand so gut wie der Fichtenkreuzschnabel. Ja? Und drum ist der 100% mit der Fichte vergesellschaftet, sprich, sagt man da. Das heißt, der kann nur leben, wo es die Fichte gibt. Wenn es keine Fichte gibt, gibt es auch keinen Fichtenkreuzschnabel. Und übrigens, da ja eben das natürliche Verbreitungsgebiet der Fichte ziemlich klein ist, wir das aber künstlich ausgeweitet haben und überall hin Fichte gepflanzt haben, hat sich auch der Fichtenkreuzschnabel eine Zeit lang mit ausgebreitet. Dass der jetzt also zurückgeht bei Reduktion der Fichte, die nie so viel hätte sein sollen, wie sie eine Zeit lang war, ist dann also ein natürlicher Prozess hin zurück zur normalen Fichtenkreuzschnabelpopulation in Deutschland. Der ist ein super häufiger Vogel in Ländern, wo ganz viel Fichte vorkommt, wie zum Beispiel Kanada, Sibirien und andere Regionen mit borealem Nadelwald. Man muss sich also über den Fortbestand des Fichtenkreuzschnabels keine Sorgen machen. Lediglich in Deutschland wird er früher oder später ziemlich selten werden. Ja, aber perfektes Beispiel für die Ausnutzung einer spezifischen ökologischen Nische, nämlich die Nutzung einer spezifischen Wirtspflanze. Ja, und daher, je mehr Wirtspflanzen es gibt, je mehr ökologische Nischen es gibt, je mehr Wasserläufe, Steine im Wald, Wald ohne Steine, Steilhänge, flache Hänge, totales Flachland, Lichtungen im Wald, riesige Wiesenlandschaften, all das bringt eigene daran angepasste Pflanzen und dann wiederum eigene Tiere, die sich von diesen Pflanzen ernähren, hervor. So, und was wir die letzten 20 Jahre intensiv betrieben haben, ist die Vielfalt unserer Landschaft einzugrenzen auf zum Beispiel Maisacker. So, und damit haben wir die Hauptursache des Rückgangs vieler Vögel, weil damit ist die Vielfalt potenzieller Ökosysteme eingedampft auf ganz wenige Ökosysteme. Und die wenigen Vögel, die wir heute noch in großer Stückzahl sehen, sind die Vögel, die angepasst sind auf die heute noch häufigen Ökosysteme. Ja, also zum Beispiel 0815 vor Ort, ohne besondere Vorkommnisse von irgendwas, oder 0815 Wald ohne besondere Eigenschaften, da kommt eine Meise noch gut klar, oder die Amsel, die so ziemlich alles fressen kann, was sie irgendwie findet, was sie aus dem Boden ziehen kann. Boden hat es dann doch noch relativ häufig, wenn der Beton nicht übernimmt. Da geht es zum Beispiel einer Amsel weitgehend noch relativ gut, wenn sie keine böse Amselkrankheit bekommt. Das ist auch in den letzten Jahren ja leider mal passiert, dass die Amseln ziemlich dahingerafft worden, zum Beispiel bei uns im Oberrheingraben, aber inzwischen haben sie sich wieder erholt. Ja, ne? Also darauf wollte ich hinaus. Hauptursache sind wirklich Lebensraumverluste durch Gleichförmigkeit der Landschaft. Und das
um da zurückzukommen zu unseren Beasties ganz am Anfang, das kann man nicht mal eben easy lösen, indem man ein paar Vogelhäuschen aufhängt oder eine Social-Media-Kampagne startet. Das ist ein strukturelles Problem, was sehr schwer zu verändern und anzupassen sein dürfte. So, hier habe ich jetzt mal so einen billigen Text zusammengerotzt. Entschuldigung. Jedenfalls, ja, grundsätzlich korreliert die Zahl der Arten immer mit der Zeit und der Zahl der verfügbaren ökologischen Nischen. Je älter und vielfältiger eine Landschaft, desto höher die Artenzahl. Je jünger und eintöniger, desto geringer ist Eintönigkeit ein natürlicher Prozess. Braucht man sich darüber nicht beschweren, zum Beispiel Kanada, Alaska oder sonst was. Da ist wenig los, weil da ist saukalt und da war bis vor kurzem erdgeschichtlich gesehen noch alles zugeeist. Natürlich ist da noch nicht viel Zeit vergangen, ergo kann es da auch nicht viele ökologische Nischen geben. Und selbst wenn es die gäbe, dann würden die Tiere lange brauchen, um da anzukommen und die Pflanzen auch. Daher, nicht an jeder Eintönigkeit sind wir schuld. Wenn wir dran schuld sind, dann sind wir aber auch dran schuld. Und im Fall vom Rückgang der Biodiversität in Deutschland sind wir ganz definitiv dran schuld. Plus der Klimawandel, aber daran sind wir ja auch schuld. Von daher, Gesamtschuld, ne, ist definitiv nicht ganz von der Hand zu weisen. Das muss man nicht gut finden, das kann man natürlich ignorieren und irgendwelche lustigen Verschwörungsmythen in die Welt setzen, aber das ändert leider nichts am Problem. Das wäre schön, wenn man es einfach wegdiskutieren oder wegverschwören könnte, schwurbeln könnte. Gartenvögel, da können wir was tun. Ja, und da hat jetzt unser Biesties vollkommen recht. Das liegt mehr oder weniger in unserer Hand. Dafür brauchen wir einen grundlegenden Strukturwandel in der Gartenlandschaft Deutschlands. Also jeder, der einen Garten oder einen Balkon, seinen eigenen, kann was für die Vögel tun, indem er da möglichst viel vögelgeeigneten Lebensraum zur Verfügung stellt. Insbesondere in Städten spricht auch nichts gegen eine Vogelfütterung. Die finden da ansonsten zwar wahrscheinlich trotzdem was, aber da ist es für das Ökosystem wirklich kein großer Schaden, wenn man da noch einen kleinen Fütterung aufstellt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das technisch am besten umsetzen kann. Das überlasse ich anderen. Wir finden übrigens unter dem Video von Beasties auch einen Link zu seiner Homepage, wo er auch diverse Sachen verlinkt hat, wo man genau solche praktischen Informationen zur Vogelfütterung und ein paar weniger diverse Meinungen zum Thema noch finden kann. Da sind einige gute Quellen dabei, keine Frage, ne? Mein Beitrag ist ja wie immer etwas bennlastig. Das ist ja nicht für jeden. Aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, ihr merkt es, ne? Egal, jedenfalls Vogelkasten aufhängen auf dem Balkon. Warum nicht? Wenn du kein Problem hast, dass die Vögel auf deinem Balkon nisten, super. Ja, tipptopp. Wie gesagt, Büsche in den Garten. Büsche, Büsche, Büsche. Gehbüsche, kleine Büsche, große Büsche, kleine Bäumchen pflanzen, auch super. Alles, was Versteckräume bietet für kleine Vögel, die sich gern vor der Katze verkriechen wollen. Wer eine Katze hat, kann ja mal überlegen, ob er sie umerziehen kann zur Stubenkatze. Wer sich eine Katze zulegen möchte, kann überlegen, ob er sie jemals rauslassen möchte. Besser wäre, wenn nicht. Aber das Thema Katze möchte ich nicht nochmal aufmachen. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man da eben machen kann. Und da kann man auch nicht politisch groß eingreifen. Ja, das ist wirklich eine individuelle Angelegenheit, wie man seinen Vorgarten und Hintergarten gestaltet, so man dann einen hat. Und da ist eine Aufklärungskampagne wichtig. Und vielleicht kann da auch der Hashtag Save the Birds dann da irgendwie was bewirken. Ich hoffe es sehr, würde mich sehr freuen. Und von daher, klasse Aktion, wirklich nicht das Geringste dran auszusetzen, außer dass das Video eben nur 5 Minuten lang war. Gut, Agrarvögel, ja, das kriegen wir als kleiner Mensch nicht hin. Da müssen wir entsprechend wählen. Da müssen wir hoffen, dass die Politiker irgendwie eine Idee haben, wie man das verbessern kann, ohne gleich aber auch die Agrarlandschaft völlig zu vernichten und auf den Kopf zu stellen, weil das hätte dann wirtschaftlich wieder gravierende Folgen. Das ist nicht so einfach. Es klingt manchmal so, insbesondere wenn man als agrarischer Laie über das Thema spricht, als sei es doch ganz simpel, man muss einfach weniger Maisacker machen. Der Maisacker hat aber schon auch irgendwo seine Daseinsberechtigung und erfüllt manchmal einen guten Zweck. Vielleicht nicht zwingend immer, aber zumindest mindestens manchmal. Ja? Und wir werden auch später noch Fläche brauchen, wo wir Lebensmittel zur Verfügung stellen können, Lebensmittel anbauen können, denn wir werden mehr. Ja, und da gibt es verschiedene Theorien. Zum Beispiel, wir müssen alle Veganer sein, dann brauchen wir keine Viehfutter mehr, dann brauchen wir keine Flächen für die Tiere mehr, dann haben wir mehr Flächen für Gemüse, dann klappt das alles problemlos. Das ist auch ein bisschen zu kurz.
kurz gedacht und nicht ganz so einfach im Großen und Ganzen, aber nicht ganz falsch. Ne? So, zum Beispiel. Aber da muss wirklich politisch unbedingt strukturell im Großen und Ganzen durch, von oben herab, Anpassung des Systems, was getan werden. Du kannst nicht als kleiner Otto-Normalverbraucher zum Bauer rennen und dem sagen, der soll gefälligst mehr Hecken zwischen seine Ecke Ackerflächen pflanzen. Da haut er dir mit der Sense, hoffentlich nicht mit der Sense, sag mal mit dem Dreschflegel, den hat heute kein Mensch mehr, egal, mit der bloßen Hand auf die Nase und weist darauf hin, dass du dich wahrscheinlich dahin bewegen sollst, wo der Pfeffer wächst. Übrigens auch ein sehr schönes Land, wo der wilde Pfeffer wächst. Egal. So, bei den Waldvögeln, da könnte man ein paar mehr Vogelhäuschen aufhängen. Die Sabrina, also die Seven vs. Wild Staffel 2 Sabrina, Sabrina Outdoor, hat da auch ein interessantes Video in Kombination mit diesem Save the Birds Hashtag dazu gemacht, wo sie im Wesentlichen ihre Vogelhäuschen in ihrem Wald kontrolliert und noch ein paar neue dazu hängt. Das ist gut, das kann man machen. Es gibt wenig belegbare Forschung, dass die Vogelhäuschen, die im Wald so rumhängen, essentiell für den Bestand an waldtypischen Vögeln sind. Gerade Maischen würden zum Beispiel solche Vogelhäuslein ganz gerne annehmen. Maischen sind aber halt eben auch noch nicht so richtig, richtig selten. Da ist es außerdem immer besser, wenn es natürliche Baumhöhlen gibt. Und bezüglich dessen, hier steht ja tatsächlich, Waldvögel läuft, hat sich viel getan, seit wir eben ein Umdenken in der Forstwirtschaft haben, dass man einen gewissen Anteil Holz als Totholz stehen lässt, beziehungsweise liegen lässt, hat sich die Verfügbarkeit von Baumhöhlen erheblich erhöht. Das äußert sich darin, dass die einzige Vogelgruppe in Deutschland, die in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, wirklich die mit Abstand einzige, Waldvögel sind, spezifische Waldvögel, Spechte zum Beispiel. Die sind wieder mehr geworden, weil eben die Maßnahmen mit mehr Totholz stehen lassen langsam fruchten. Da kann man wahrscheinlich einen direkten Zusammenhang herleiten. Und das heißt, da machen wir einfach weiter mit dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Dann wird es den Waldvögeln auch weiterhin noch ein bisschen besser gehen. Und da muss man sich über das Thema tatsächlich relativ wenig Gedanken machen. Trotzdem, wer gerne guerillamäßig ein paar Vogelhäuschen in den Wald hängen möchte, solange ihr die nicht an den Baum dran nagelt, sondern irgendwie anders befestigt, dass das auch wieder abgeht. Und auch nicht mit dem Drahtseil an den Baum dranhängen, der wird nämlich dicker, der Draht wächst dann ein, sondern einfach wirklich ein Seil nehmen und das Vogel Haus dann halt alle 2 Jahre kontrollieren, sei gegebenenfalls nochmal erneuern, weil es runtergeplumpst ist. Aber ja, also ihr könnt ruhig ein Seil nehmen, das länger als 2 Jahre hält. Das sollte ja möglich sein. Ja, das wäre zum Beispiel ideal und da spricht überhaupt nichts dagegen, wer Lust hat, Vogelhäuschen zu bauen und die dann halt eben in den Wald hängen möchte. Das darf man auch wirklich guerillamäßig machen. Es gibt kein Gesetz, das verbietet, dass du Vogelhäuschen in den Wald hängst. Ne? Aber wichtig, Vogelhäuschen sollte bitte nur aus Holz bestehen, möglichst unlackiert, einfach damit, wenn das Vogelhaus vergessen wird, du es nicht mehr wiederfindest oder ähnliches, irgendwann die Schnur durchgerottet ist, das Vogelhaus auf dem Boden fällt, verrottet und einfach weg ist, ja? Damit da kein Müll im Wald landet, auf gut Deutsch. Ja, so, und dann wäre da noch die Sache mit den Wasservögeln. Da kann ich wenig zu sagen, aber die Tatsache, dass unsere Wasserflächen sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert haben, auch die Nährstoffzusammensetzung der Wasserflächen sich verändert hat, das hat auch Auswirkungen für sämtliches Wasserleben, inklusive dem Wasservogel. Gerade auch die Zahl der Vögel, die im Watt anzutreffen sind, ne? Wattenmeer. Da gibt es auch deutliche Rückgänge, weil sich scheinbar auch im Watt was verändert hat und die Brutbedingungen für den Vogel, der im Watt jede Menge zu essen findet, auch immer noch jede Menge zu essen findet, in den angrenzenden Wiesen eben deutlich beschissener geworden sind, weil die zu früh gemäht werden und dann sind wir wieder beim Strukturwandel in der Landwirtschaft. Ja, zum Beispiel. Es ist immer schwierig, der Landwirtschaft den schwarzen Peter zuzuschieben. Und daher möchte ich hier nochmal betonen, wenn es einen Strukturwandel in der Landwirtschaft gab, dann gab es den deswegen, weil wir Verbraucher den nachgefragt haben. Ja, weil wir mehr und billiger haben wollten und mehr und billiger gekauft haben. Und dann der Landwirt, um wirtschaftlich existenzfähig zu sein, natürlich auch mehr und billiger produzieren musste. Und das hat zum Strukturwandel geführt. Das ist nicht so, dass sich die Bauern irgendwo im stillen Kämmerlein getroffen haben und beschlossen haben, ab jetzt bauen wir nur noch Mais an.
sondern daran sind wir alle mit Schuld. Deshalb habe ich immer großes Bauchweh, wenn man einfach irgendwelchen Landwirten jetzt den schwarzen Peter zuschieben will. Die sind die Bösen. Als Landwirt hattest du es in der Vergangenheit, in der Geschichte eh immer nicht leicht. Da war man ein Bürger zweiter Klasse, so man überhaupt Bürger war. Tatsächlich ist es aber so, dass uns eigentlich klar sein sollte, dass es kaum einen wichtigeren Beruf als den Landwirt gibt, weil ohne den wird keiner von uns satt. Und satt sein ist lustig, ja? Würde ich sagen, ist eine gute Sache. Gut, ja, jetzt ist das Ganze schon ziemlich lang, ist mir aber egal, ich hau jetzt trotzdem noch einen Exkurs zur Fensterscheibe raus. Weil die Nummer mit der Fensterscheibe ist einfach scheiße und außerdem habe ich dazu gerade ein paar Aufnahmen. Ich war nämlich in Tharandt. Tharandt ist die Zweigstelle der Technischen Universität Dresden, die sich mit Forst- und Hydrowissenschaften, auch Geowissenschaften inzwischen, beschäftigt. Das Mekka der Forstwissenschaft, da wurde die Forstwissenschaft damals meiner Meinung nach gegründet. Da kann man sich streiten. Aber ja, ein gewisser Herr Kotter, Heinrich Kotter, hat damals dann die erste Forstwissenschaftliche Akademie Deutschlands als private Lehranstalt gegründet, die dann später zur Sächsischen Forstakademie umfunktioniert wurde, als es in Sachsen dann schon gab. Und da ist die Wiege der Forstwissenschaft. Und da ich da neulich war, hatte ich die Gelegenheit, mal ein paar tolle Poster abzufotografieren und eben die toten Vögel, die wir schon gesehen haben. Die Präparate der toten Vögel, die sind da auch gerade ausgestellt. Und da gibt es eben eine tolle Ausstellung mit vielen Informationen zum Thema Vogelschlag an Glasscheiben. Und damit werde ich euch jetzt noch ein bisschen belästigen, damit wir hinterher Bescheid wissen, ne? Und da kann man nämlich da auch sehr wohl individuell was tun. Und ja, man könnte zum Beispiel guerillamäßig, das darf man selbstverständlich nicht und dazu will ich auf keinen Fall auffordern, aber manchmal habe ich das Gefühl, das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, mit der Sprühdose an irgendwelchen Glasfassaden irgendwelche vogelfreundlichen Symbole draufsprühen. Ja? Würde erstmal helfen. Ist natürlich hochgradig verboten und nicht wirklich eine sinnvolle Lösung. Klar, überhaupt nicht. Ne? Aber ja, es überkommt mich manchmal mit solchen Gedanken. Also zur Sache, das da, das kennt man. Das haben wir alle schon mal gesehen. Das ist diese olle Raubvogelsilhouette, in Anführungszeichen, von der man dann auf eine riesige Glasscheibe zwei Stück draufklebt oder vielleicht auch drei und sich dann einbildet, deswegen würde jetzt kein Vogel mehr an die Scheibe knallen. Das ist Quatsch. Das kann man inzwischen be empirisch belegen. Was auf keinen Fall funktioniert, ist, dass die Vögel irgendwie denken, das sei tatsächlich ein Raubvogel und dann großräumig wegbleiben. Man dachte in der Frühzeit, dass diese Dinger hier aufgekommen sind. Auch das würde dann auch verhindern, dass die Vögel einem vor die Scheibe scheißen, also insbesondere die Stadttaube oder ähnliches. Und ja, nichts davon funktioniert nennenswert nachhaltig. Vögel sind kleine, wunderbare Federbällchen, aber sie sind nicht dämlich. Ja, also da brauchen die wirklich nicht lange. Das ist wie die Vogelscheuche, ne? Die hat man auch ganz schnell, steht die auf dem Acker und hat keinerlei Effekt und die Krähe hockt drauf und fühlt sich wohl auf der Vogelscheuche, weil das wirklich nicht lange dauert, bis diese wirklich teilweise hochintelligenten Tiere mit zu den intelligentesten überhaupt gehörenden Tiere kapieren, dass das da keinesfalls ein Feind ist, sondern bloß, ja, ein schwarzer Aufkleber, ja, auf einer Plastikscheibe, was sie oder auf der Glasscheibe, was sie dann auch kapieren in der unmittelbaren Umgebung von dem Ding, dass da kein Durchkommen ist. Aber nur weil da just an diesem Ort so ein Teil hängt und in der unmittelbaren Umgebung von dem Teil vermutlich also kein Durchkommen sein wird, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht oben drüber doch durch die Glasscheibe durchfliegen muss. Das Hauptproblem an diesen Raubvogelsilhouetten ist also einfach, dass wir davon viel zu wenig aufbringen auf die Scheibe und man kann durch die Teile nicht durchgucken. Soll heißen, wenn man davon ganz viele aufkleben würde, dann würde die Scheibe auch irgendwo ihren Zweck als Fenster nicht so wirklich gut erfüllen, weil du kannst ja nicht mal mehr durchgucken. Daher muss irgendwas anderes her. Das da ist auf die Dauer jedenfalls keine wirklich brauchbare Lösung. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendjemandem Vorwurf mache, der das an sein Fenster schon drangeklebt hat. Toller Versuch. Und in der unmittelbaren Umgebung von dem Ding hilft es ja auch. Aber es reicht halt oft nicht. Ja? Aber wirklich super gemacht, gut gemeint. Das ist schon mal was wert.
Ja, und hier können wir jetzt zum Beispiel mal sehen, wie dicht die eigentlich geklebt werden müssten, wenn man schon mit Vogelsilhouetten arbeiten will, dass das funktioniert. Jetzt habe ich das ein bisschen blöd formuliert, fotografiert, beziehungsweise besser ging es nicht, weil das ist in der Vitrine und das hätte gespiegelt. Aber ihr seht am oberen Bildrand die Flügel beziehungsweise Schwanzspitzen von den anderen Silhouetten noch reinragen. Die sind also wirklich so grob eine Handfläche auseinander. Und da steht hier auch in dem Text die Handflächenregel. Soll heißen, was auch immer man auf seine Scheibe klebt, damit sie vom Vogel gesehen wird, sollte eben nicht weiter als eine Handfläche voneinander entfernt sein. Und sollte auch nicht winzig sein, also winzige Punkte auf die Scheibe zu kleben, reicht nicht. Es muss schon was wirklich Sichtbares sein. Was wir gut sehen können, dann kann es der Vogel mit Sicherheit auch gut sehen. Und dann funktioniert das auch. Das reduziert wirklich den Vogelschlag um ein Vielfaches bis hin zu nahezu null. Also da muss es schon ein besonders blinder Vogel sein, in Anführungszeichen, dass der zum Beispiel bei so einer Beklebung der Scheibe noch dagegen fliegen würde. Jetzt will vielleicht nicht jeder seine komplette Fensterscheibe mit orangenen Vogelsilhouetten vollkleben. Da gibt es dann natürlich noch andere Alternativen und netterweise gibt es in dieser Ausstellung eben auch jede Menge Beispiele dafür. Farbe Orange, das kann man hier unten jetzt etwas schlecht lesen, schnitt im Test deutlich besser ab als Schwarz. Was für ein Test war das überhaupt? Das müssen wir noch kurz klären. Man hat ein bisschen untersucht an den diversen hochuniversitären Glasgebäuden, die es da so gibt. Jede Uni hat Glasgebäude, das ist nichts Besonderes, die sind gerade im Trend. Uni-Architektur. Schöne, große, luftige Gebäude mit tollen Glasfassaden. Muss inzwischen so aussehen. Ja, ich habe keine Ahnung von der Architektur. Vielleicht ist das ja was Gutes. Die Architekten sagen, das ist was Gutes. Und ich als alter Ästhetikmuffel habe da eh keinen Schimmer. Egal. Jedenfalls, was sie gemacht haben, ist tatsächlich das Biologiegebäude der TU Dresden, also die Fakultät für Biologie. Die haben sich ins Grüne gebaut, das ist nachvollziehbar, und eben auch mit schönen großen Glasfassaden, mit dem Erfolg, dass hinten dran noch ein kleiner Park ist und ein Fluss in der Nähe und jede Menge Sachen, die für Vögel interessant sind, eine schöne große Wiese und da dann eben die Vögel reihenweise gegen das Biologiegebäude gekracht sind. Das ist ganz praktisch, wenn man neue Präparate braucht. Für den Grundkurs Vogelbestimmung oder sowas in der Richtung. Aber darüber hinausgehend ist es dann eher doof, ne? Und drum eben diese Studie, dass man wirklich mal geguckt hat, wann, unter welchen Bedingungen, welche Vögel wie gegens Glas geflogen sind und dann eben auch mal verschiedene Schutzmechanismen aufs Glas aufgetragen hat, beziehungsweise aufgeklebt hat und geguckt, was wie gut hilft. Und das ist eben hier der Test, in dem das Orange Zeug dann besser abgeschnitten hat als eben schwarz, weil ja, schwarz so eine Farbe ist, das ist so eine Allerweltsfarbe, aber was Orangenes, das kommt halt nicht so häufig vor, das wird gleich ganz anders von den Tieren wahrgenommen. Es ist übrigens nicht zwingend erforderlich, dass der Vogel was anderes als schwarz-weiß wahrnehmen kann, selbst wenn der nur schwarz-weiß sieht, dann hat er ja trotzdem eine Grauschattierung. Also es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern eben diverse Graustufen dazwischen. Und da fällt Orange auch als Graustufe trotzdem mehr auf als ein schwarzes Schwarz. Ja, so vermute ich, dass das das möglicherweise erklären könnte. Ja, aber erstmal ist es einfach die Statistik, die sagt Orange besser als Schwarz. Bob. Ja, und nachdem wir die Erkenntnis dann schon haben, dass Orange besser ist als Schwarz, aber Schwarz zumindest auch ganz gut funktioniert, dann warum nicht so ein Streifenmuster, ne? Das ist ja irgendwo noch ein bisschen stylisch, wie ich finde. Und wenn sich dann ein, ja gut, das ist natürlich trotzdem ein toter Vogel, dann der Eisvogel dahinter, aber sich ein Vogel auf der anderen Seite befindet, dann nehme ich, und dem nichts passiert, dann würde ich wirklich gerne in Kauf nehmen, dass ich hier so schwarz-rote Streifen an großen Glasfassaden habe. Das wäre wirklich kein Problem. Schon gar nicht, denn auch das ist durchaus großer Vogelfänger. Bushaltestellen, Wartehäuschen, ne, die sind ja bekanntlich immer aus Plexiglas mit dem Dach drüber und auch häufig mit dem Eulenraubvogelsymbol in Schwarz gekennzeichnet, aber das reicht halt eben nicht. Da fliegen jede Menge Vögel dagegen. Das ist ein ziemlich großer Faktor, wenn man bedenkt, wie wenige in Anführungszeichen Bushaltestellenhäuschen es überhaupt nur gibt. Und ja, mit so einer Streifung fände ich die ehrlich gesagt sogar noch hübscher, als wenn die einfach so in der Gegend rumstehen. Ja, und
Das ist also zum Beispiel ein Design, das man da machen könnte, was auf jeden Fall vogelsicher ist. Gerade auch mit diesem Orange-Schwarz-Kontrast. Zwei Farben immer besser als eine Farbe. Das sorgt für noch mehr Auffälligkeit schlicht und ergreifend. Und dann wird es auch vom Vogel eben besser gesehen. Ja, noch ein paar Beispiele. Ich persönlich finde ja die Einzelstreifgeschichten hier links unten im Bild in Schwarz. Ja, ist es halt nicht so fancy, erfüllt seinen Zweck. Besser wäre es in Orange, eins oben drüber. Oder dann eben hier die gepunktete Linie. Auch da wieder circa 10 cm Abstand zwischen den Linien. Und die Linien halt durchgehend. Da fliegt garantiert niemand dagegen. Das sieht ein Vogel mit seiner Optik, also ein Singvogel insbesondere, mit seiner Optik relativ problemlos. Auch hier wieder noch effizienter wäre die Variante mit Orange. Muss man halt mögen, muss man halt machen wollen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die damit ein so großes ästhetisches Problem haben, dass es ihnen ein paar tote Vögel im Jahr durchaus wert ist. Ja, man kann ungefähr sagen, pro Quadratmeter Glasfläche-Fassade etwa ein toter Vogel pro Jahr. Ja, so in etwa. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wo das jeweilige Gebäude steht, beziehungsweise die Telefonzelle, wollte ich schon sagen, Bushaltestellen, Häuschen. Und ja, minimalster Aufwand und so das kleinstmöglichste an nervigen Muster in Anführungszeichen ist das Ding da hinten rechts. Und was fällt uns bei dem Ding hinten rechts auf? Ja, da ist kein vogelsicheres Glasaufkleber dran. Warum? Ja, das ist zu wenig. Ja, das wäre zwar jetzt wirklich so, dass man mit Fug und Recht behaupten könnte, das kann eigentlich niemanden stören, aber da fliegt der Vogel halt trotzdem dagegen, weil es eben zu wenige Punkte sind. Der Robert Mark Lehmann sagt in seinem Beitrag zum Thema übrigens auch noch, ist es gut, wenn man die Fenster nicht putzt. Da hat er vollkommen recht. Ja, je dreckiger das Fenster, desto eher wird es vom Vogel gesehen. Ist tatsächlich so. Wenn man trotzdem saubere Fenster haben möchte, dann braucht man halt eben so eine Schutzaufklebung. Beziehungsweise die Fenster müssen schon richtig, richtig dreckig sein, dass sie so dreckig sind, dass der Vogel sie dann gut sehen kann. Beziehungsweise da darf es keine Spiegelung mehr geben der Landschaft, die vorm Fenster ist. Oder ja, nach Möglichkeit kann man gar nicht vernünftig durchgucken. Das wäre so ideal, aber dann kommt halt auch nicht wirklich Licht rein. Und ich denke, das ist auch nicht ganz zielführend. Ja, zum Schluss noch zwei kreative Lösungen. Das hier könnte man zum Beispiel mit Fingerfarben auf seine Glasscheibe malen. Warum nicht? Ja, da gibt es ja auch so lustige Sachen, die man da hin und wieder relativ einfach abbekommt. Und dann kann man nochmal was draufmalen und unterschiedliche Motive und das gegebenenfalls mit Kindern, wenn die da dran Spaß haben. Und man kann trotzdem noch durchs Fenster gucken. Sollte kein Problem sein. Man erkennt trotzdem, was sich draußen abspielt. Es sieht freundlich aus und es fliegt garantiert kein Vogel dagegen. Und man hat automatisch noch ein Doppel Farbigkeit, ne? Also mit Orange und Grün und auch sowas hier, alternatives schickes Design hier für ein alternatives Fenster. Auch kleinere Fenster, ja, auch alte Fenster oder Glastüren, die haben ebenfalls das Problem, dass auch da ein Vogel dagegen fliegen kann, gerade wenn es ein kleiner Vogel ist. Das hat nämlich eben auch die Untersuchung ergeben, zum Vogelschlag, dass gar nicht unbedingt eine große Glasfassade mehr Vögel anzieht als viele kleine Fenster, wie das in einem normalen Mehrfamilienhaus zum Beispiel der Fall ist, wenn vor den vielen kleinen Fenstern, zum Beispiel viele Bäume stehen oder ein Gebüsch ist oder eine Hecke oder sonst wie, wo sich Vögel sowieso aufhalten und wo sich dann eben ständig die Silhouette eines Baums, den Vogel biologisch nun mal gerne anfliegt, in diesen Gebäuden, Fenstern spiegelt. Ja? Dann ist das erheblich gefährlicher als eine riesige Glasfassade irgendeines modernen architektonischen Wunders, um den weit und breit kein Baum drumherum steht. Ja? Wenn natürlich beides ist, riesen Glasfassade plus Bäume, davor, das ist natürlich besonders tückisch. Aber deswegen kann eben sehr wohl auch ein ganz normales Einfamilienhaus mit ganz normalen Fenstern oder Mehrfamilienhaus, ist ja egal, sehr wohl auch schon zur tödlichen Vogelfalle werden. So, jetzt machen wir nochmal ein Negativbeispiel. Das hier ist die Universitätsbibliothek von Freiburg im Breisgau. Die hat eine derart spiegelnde Fassade, dass das eigentlich quasi super einladend für jeden Vogel wäre, da dagegen zu donnern, wenn es dann da irgendwelche Vögel gäbe. Ja, drumherum ist alles Beton und Straße und studentische Fahrräder und jede Menge Studenten, klar. Aber prinzipiell vielleicht mit eins der schrecklichsten Bauwerke, wenn es um Vogelschlag an
reflektierenden Oberflächen geht. Das absolut krasseste Negativbeispiel, das ich persönlich kenne. Hier ist überhaupt nichts, null getan worden, um irgendwie das Risiko von Vogelschlag zu reduzieren. Gar nichts. Also ich finde das Ding relativ grässlich. Mag architektonisch für manche Leute ein Hingucker sein, aber für Vogelschützer wirklich so schlimm, wie es nur geht. Wie gesagt, alles drumherum Beton, daher wird das Problem nicht allzu groß sein, aber ja. So, noch eine kleine Zusammenfassung, dann haben wir es auch. Was können wir also tun, um Vögeln zu helfen? So wie wir dann einen Garten haben, können wir den Garten vogelgerecht gestalten. Bringt das was? Ja, absolut. Ne? Also gerade im dörflichen Bereich, im städtischen Bereich, wo es ohnehin kaum Grün gibt. Ich war mal ein Stück weit in Frankfurt am Main unterwegs und da gab es eine ganze Häuserflucht, also eben so Mehrfamilienhochhäuser, in Anführungszeichen, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stockwerke. Die hatten alle einen winzigen Vorgarten vorne dran. In diesem winzigen Vorgarten, also so jeweils 12 Quadratmeter oder was pro Haus, lächerlich, ja, aber dieser Vorgarten bestand fast nur aus Gebüsch und der einzige Ort, an dem ich irgendwo in Freiburg irgendeinen Vogel gehört oder gesehen habe, waren diese paar Gebüsche, diese winzigen Vorgärten vor dieser Häuserflucht. Ja, also selbst das kleinste bisschen Grün in der ansonsten Betonasphaltwüste wird ein Vogel finden, wenn es den da irgendwie hin verschlägt, der findet das. Früher oder später, oder die natürlich, die Vogelinde, finden die das. Und jedes bisschen ist tatsächlich ein bisschen mehr als gar nichts und das hilft. Und da hat er dann wirklich vollkommen recht, der Biestiez, dass man da tatsächlich individuell was tun kann. Da wäre es tatsächlich schön, wenn diese Info, dass man das tun kann, sich verbreiten würde. Ne? So, aber darüber hinaus für die ganzen Bodenbrüter in der Feld- und Wiesenflurlandschaft, da wird man als Individualmensch kaum eine Chance haben, irgendwie nennenswert was zu erreichen, sofern man nicht zufällig einen Bauernhof hat und auf die Erlöse verzichten kann, die man eben weniger hat, wenn man jede Menge Hecken zwischen seine Felder pflanzt. Ja? Und die Arbeitsverkomplizierung, die man hat, wenn man um die ganzen Hecken drumherum fahren muss, um seinen Acker zu pflügen zum Beispiel. Oder wenn man seine Wiese später mähen muss und die Kühe so lange möglicherweise mit zugekauftem Futter versorgen muss, weil es dringend Zeit wäre, die Wiese zu mähen, damit die Kühe dann rechtzeitig was zu fressen haben, beziehungsweise das Heu muss ja erst noch trocknen und so weiter. Aber Wiese später mähen heißt, man kriegt nur eine Mahd pro Jahr gegebenenfalls hin und nicht zwei oder drei oder vier Mahden pro Jahr. Ja, also das ist so die Hauptauswirkung, wenn die Wiese zu spät gemäht wird. Aber nur dann haben die Vögel eben genug Zeit, wenn sie spät gemäht wird, um eben gemütlich ihre Brut durchzuziehen, bevor eben die schützende Grundlage des hohen Grases als Versteck verschwunden ist. Ja, also da kann man nur politisch an die Sache rangehen, das kriegst du als Einzelperson nicht beeinflusst. Ja, Dinge, die Vögel töten, wie eben die Glasscheiben, das haben wir zur Genüge besprochen. Wo man da persönlich mit dran schuld ist, kann man auf jeden Fall ein angepasstes Verhalten an den Tag legen. Man kann generell langsamer Auto fahren, dann ist die Chance, dass dir ein Vogel ins Auto gerät, unter das Auto oder in den Sog des Autos auch geringer. Wer das machen möchte, ich weiß, davon werde ich garantiert niemanden überzeugen können, der schnell fährt oder gerne schnell fährt, dass er nur, weil möglicherweise ein Vogel dabei ums Leben kommen könnte, langsamer fährt. Aber prinzipiell wäre es gut. Ja? Nicht nur dafür, auch für den generellen Spritverbrauch und die persönliche Sicherheit. Aber ja, lassen wir das. Also das Letzte, was man in Deutschland tun sollte, wäre Leuten schnelles Autofahren verbieten wollen. Damit ist ganz unpopulär. Ja, nicht, dass ich das verbieten möchte, aber empfehlen kann ich es ja. Das ist im Grunde so die Quintessenz dessen, was ich eigentlich zu sagen hatte. Alles Weitere, Hauptursache des Rückgangs der Vögel, eben der Lebensraumverlust, der Strukturwandel, gerade in der Agrarlandschaft. Teilweise wissen wir es auch einfach nicht. Und der Rückgang der Vögel ist direkt proportional zum Rückgang der Insekten, im großen Insektensterben. Und daran unter anderem eben Insektizide schuld. Auch wieder der Strukturwandel der Landwirtschaft, zu wenig Essen für die Insekten, zu wenig Vielfältigkeit der Landschaft,
Was wir dann ja auch wiederum gleichzeitig direkt auf die Vögel übertragen können und im Grunde auch auf jedes andere Tier und generell einfach die komplette Biodiversität in unserem Land, wie auch weltweit. Ja, das ist alles kein neues Problem. Bei den Vögeln kann man es nur mit Abstand am besten beobachten. Und das ist vielleicht auch der Faktor, der den älteren Herren unter uns und älteren Damen selbstverständlich, was ich gar nicht abwertend meine, in keinster Weise, sicherlich persönlich auch schon aufgefallen ist, dass es einfach weniger Vögel geworden sind. Weiß jeder, der mindestens 50, 60 Jahre alt ist, problemlos, dann habt ihr das mitbekommen. Und in dem Zusammenhang, ja, wünsche ich trotzdem einen schönen Abend, bedanke mich für jedwege eventuelle Unterstützung der Vogelwelt und bis zum nächsten Mal.